Einen wunderschönen guten Morgen. Oh. Ja. Oh. Tapp nochmal. Ja, Eli, du bist eingesperrt. Es müsste so ungefähr 7.30 Uhr sein, glaube ich. Oh. Oh, ich habe gerade auf die Uhr mal geguckt. Und ich bin schon seit über einer Stunde wach, weil ich nicht mehr einschlafen konnte, weil ich auf Pipi musste. Und das soll ich jetzt sofort mal machen. Erstmal ein Abstrullern hier. Oh. Oh, und das es war richtig angenehm. Ich habe mir schon mal obenrum was angezogen, damit es nicht ganz so kalt ist. Jetzt müssen wir uns unten noch was anziehen. Oh, denn möglicherweise ist hier drin wärmer als draußen. Man weiß es nicht. Wir werden es gleich herausfinden. Oh. So. Na gut, dass ihr keinen Geruchsfernsehen habt. Sowohl ich könnte mich waschen, als auch das Tarp hat hier voll den Feuerdunst. Das erinnert mich die letzten Tage schon immer an unseren Hobo. Und unsere Hobo-Nacht. So. Oh, warte mal. Oh, ist es nicht gemütlich hier? Sie müsste da mal zugeben, oder? Es ist hier sehr beschaulich. Wollen wir mal gucken, wie es draußen aussieht. Ne? So, das ist unser Schlüssel. Ja, komm schon. Oh, wir haben noch, Mensch, wir haben noch Sonnenaufgang. Guck mal, Eli, die Sonne geht hier auf. Über dem Massiv. Da war mal ein Blick, ne? Wo bist du denn, Eli? Ah, Eli hat sich festgerappelt. Eli! Na, komm her, Eli, wo bist du denn? Hast du, komm hier durch. Hat er versucht über, ey, komm, ein kleines Ding. Aber nicht die Jacke wieder anpillern, Eli. Oh, es ist alles noch orange. Ich hoffe, ihr könnt das auch so sehen wie ich. Oh. Ein Anblick, ne? Und totale Ruhe. Und das neben einer Straße. Ja? Hier ist unsere beschauliche Hotelhausbesetzung. Hatten wir. So, jetzt mal erstmal Pipi und dann, bevor ich mich jetzt richtig anziehe, meine Hose zumache und das Schlafquartier räume, wollte ich euch noch fix zeigen. Denn wahrscheinlich ist der Anblick heute relativ selten, könnte ich mir vorstellen. Wenn das habt ihr in der Regel so eine schöne Ausblicke, ist ja überall, wisst ihr, Mittelgebirge bei uns in Deutschland genauso. Morgens alles noch schick und dann, ne? Das war hier die, na, darf man sagen, Hauptattraktion des Nationalparks. Zumindest ist da vorne der Haupteingang, ja, geht Straße in die Richtung, geht dann auch schräg lang hoch. Und dann lässt sich diese Spitze da erlaufen in, ich glaube, es ist nur ein guter Kilometer, vielleicht knapp anderthalb. Aber natürlich, man kann sich denken, steil nach oben. Ja. Und dafür ist der Parkplatz, wo ich gestern Abend noch ausspioniert habe, gemacht. Und das Ding ist rappelvoll, also ist riesengroß, ja, richtig schön mit Mülltrennung, behindertengerechte WCs und so, richtig schickimicki, genauso wie im Full of Yellet. Also ziemlich ähnlich dem nachempfunden, oder das war schon eher da, man weiß es nicht. In jedem Fall haben sie sich gerüstet auf einen höheren Besucherandrang. Ja. Außer jetzt zu dieser Zeit dürfte der auch sehr wahrscheinlich ansonsten vonstatten gehen, und dann kann da oben diese Spitze erklimmen. Ja? Vermutlich, wenn man da oben steht, sollte man in jedem Fall viel schwindelfrei sein. Ja, das kann ich schon von hier erkennen. Das ist da ziemlich steil nach oben, nach unten geht. Ja?
Das ist eine Steilkante, an die kann man sehr wahrscheinlich direkt rangehen, vermute ich jetzt mal ganz stark. Naja, und meine Idee war da eigentlich hochzulaufen, mit allem drumherum irgendwie zu machen. Aber ich muss sagen, dass, ich sagte ja schon mal, ich bin jetzt hier nicht der Reinhold Messner-Typ, in Anführungsstrichen bitteschön gesehen, ja, beziehungsweise der Gipfelstürmer. Ich schaue mir Berge an, wenn ich meine, es lohnt sich das Umfeld, die Landschaft, die Aussicht und es passt zu meinem Tourkonzept, ja. Das dürfte eine gute Aussicht haben, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es war eben nämlich schon kurz in Wolken verhüllt. Das ist jetzt ein Moment, wo wir es jetzt gerade frei sehen und wir gehen davon aus, dass sobald die Sonne aufgegangen ist, ein bisschen höher ist, irgendwann sich auch wieder die Bewölkung einstellen wird. Da gehe ich mal Brief und Siegel drauf und dann dürftet ihr da oben sowieso nichts mehr sehen, also am heutigen Tage zumindest. Und ansonsten allgemein generell für mich gibt es sicherlich einen schönen Ausblick hier über die Landschaft, keine Frage, aber es ist, bitte nicht falsch verstehen, aber ich kenne so eine Dinger, habe das auch schon woanders gehabt, immer mal wieder, es ist praktisch ein toter Pfad, in Anführungsstrichen, weil du erlebst nicht diese Landschaft, wie wir sie gestern gesehen haben, ne, im Wechsel, wisst ihr, mit Baumgrenze, dann kommen hier Strauchheide und so weiter und die verschiedenen schönen Dinge und so Artefakte in der Landschaft, die man sich angucken kann, das ist nur praktisch ein Kilometer, der geht einfach nur steil, senkrecht hoch, da geht es einfach nur darum, diesen Gipfel zu erklimmen und da oben zu stehen in Aussicht zu haben, das ist der Punkt, will das nicht schlecht reden, aber versteht ihr, was ich meine, ja, und dafür bin ich nicht der Typ, das brauche ich nicht, das juckt mich kein bisschen. Ich hätte es gern gesehen, aber ich hatte mir gedacht, dass das Umfeld auch noch ein bisschen anpassend, entsprechend ansehnlich ist. Und das ist es meiner Meinung nach nicht so. Aber das ist hier die Attraktion für alle, die gerne einen weiten Blick haben wollen. Immer hoch da, würde ich sagen. Ja? Und ich werde jetzt, andere Seite ist übrigens auch schön anzusehen. Ja, es geht ja übrigens ins Moor. Und der Grund, warum hier wahrscheinlich diese Rasthütte ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist es hier ein Winterpfad. Ja? Kreuzt von da durchs Moor, nach da durchs Moor. Hier sieht man nochmal die Dinger. Und deswegen werden sie das Ding hier hingestellt haben. Ansonsten gibt es nämlich keine Notwendigkeit, mitten an der Straße hier so ein Ding zu machen. Ja? Also es ist natürlich für Sommer und Winter, aber für Winter wäre es jetzt hier prädestiniert, diese Hütte zu finden. Ja? Ansonsten hatte ich ja erwähnt, derjenige, der sie aufgestellt hat, der hat sich jetzt gedacht, wegen dem Ausblick da, das kann man verstehen, auf dem Papier sieht das gut aus. Allerdings hätte ich denn eine andere gebaut, die ein bisschen mehr Schutz hat. Denn ohne Tarp wäre das gestern Abend eine ziemlich zügige Nummer gewesen. Ja? So, hatten wir. Ja? Eli, du kommst auch hierher und dann rüsten wir und machen ein bisschen Manger in dieser schönen, herrlichen Gegend. Und dann sieht er vielleicht nochmal so ein bisschen, jetzt kommen die Wolken schon so langsam an. Und gestern übrigens hast du ihn gar nicht gesehen. Und Wetterbericht habe ich gestern ganz kurz sporadisch konnte. Ich habe ganz mieses Internet hier. Aber zumindest sehen soll heute den ganzen Tag bewölkt sein und nachmittags wieder Regen. Praktisch wie gestern, kannst du sagen. Ja? Und wenn man sich jetzt beeilt, für alle Frühaufsteher, dann mit dem frühen Vogel und dem dicken Wurm, ja, wenn du losläufst um 6 Uhr, zum Sonnenaufgang da hoch, also jetzt um diese Zeit um 6, ja, im Winter, im Sommer natürlich ganz anders, ja, aber zum Sonnenaufgang da oben, das wäre eine lohnenswerte Sicht, ja, die Sonne geht, seht ihr möglicherweise, das kann ich nicht sagen, aber zumindest das Umfeld wird spektakulär von der Sonne angestrahlt, ja. Und da habt ihr sie schon, da ist die Wolke. Und weg ist der Wipfel. Ja, das dürfte heute das Paradebeispiel sein. Und gestern haben wir noch nicht mal gesehen, dass da an dieser Stelle noch nicht mal gesehen, dass ein Berg stand, weil die Wolken hingen ja praktisch bis auf Baumhöhe. Und das wird dann auch wiederkommen. Ja. Tschüss Gipfel. Fühl dich wohl da oben im Nass. Ja. Auf dahin. Nochmal einen letzten Blick in unsere Höhle. Ich brauche bloß mit einem Karabinerhaken ziehe ich hoch und hänge das in den anderen ein. Ja. Cleverer gemacht, als die Richtung der Hütte aufzustellen, würde ich sagen. Ja. Jetzt fällt ein bisschen Licht hier rein. Ja. Vielleicht war es gestern Abend ein bisschen dunkel. So sieht's aus. Ich will jetzt keine Empfehlung abgeben, ne? Aber du kannst hier praktisch mit zwei Mann locker nebeneinander schlafen. Ja. Zwei Mann mit Hund, Ausrüstung kriegt er auch noch rein, ja, für alle Winterskifahrer hier. Ja. Zu dritt ist das grenzwertig. Zu dritt ist es eine Salvo-Nummer, ja? Denn geht das möglicherweise auch, würde ich sagen, mit engen Matten. Ja? Nur mal so als Anhaltspunkt für alle, die wissen wollten, die schon immer mal dran interessiert waren, wie viele über Nacht da in eine Rastplatzhütte hereinpassen. Ja. Auf dahin. Oh, der arme Berg. Guckt mal an, wie der da oben frieren muss. Hätte der Bock da oben jetzt zu sein? Ich weiß nicht. Das ist die Dunstglocke schlechthin, ja.
Da sind wir froh, dass wir hier unten sind. Und ich muss sagen, es ist gerade gar nicht so kalt, weil ich noch frisch aus dem Schlafsack bin. Nutze ich die Zeit, um mich hier noch schnell warm zu räumen. Na, seht ihr die Spitze noch? Das wird sich heute den ganzen Tag nicht mehr verändern. Ja? Da hängt der Zappen im Dustern. Wir haben es Punkt 9 Uhr und ich habe mal ordentlich das Auto strukturiert, beziehungsweise von gestern noch ein bisschen wegen den nassen Sachen, wisst ihr und so. Eli kriegt jetzt erstmal Manger, da wartet er schon den ganzen Tag drauf. Oh, super Geschmack, oh Eli. Lass es dir, Putti. Und, herrliches Ding, ne? Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Ich Vollpfosten. Wir haben doch noch Essen ohne Ende für den Herrn Eli. Ich habe das so gut versteckt, ja, dass ich es nicht mehr wusste, wo es gewesen ist, beziehungsweise wie viel ich davon hatte, weil Eli saß die ganze Zeit mit dem fetten Hintern drauf. Wir haben tatsächlich noch für 14 Tage Dosen und Trockennahrung. Über mein Eli lasse ich ja nichts kommen. Natürlich habe ich genug mitgenommen. Ja, das. Und ich war kurz davor, schon diesen Müll hier zu kaufen. Ja, aber da habe ich mich dann entsonnen. Nee, warte mal. Irgendwie müsstest du noch mal. Und siehe da, wer aufräumt, der findet. Ja, also das ist kein Thema. Ich bin grundsätzlich auch verfuttert. Ja, heute müssen wir nach wie vielen Tagen ist jetzt? Ich dürfte schon fast 2 Wochen her sein. Ja, unseren Quick-Jog-Topf. Das ist finster, oder was? Der hat ja schon durchs ganze Land mit dir reist hier. Ja. Den müssen wir mal verspeisen. Ich hoffe, er ist noch gut. Ich habe gestern Abend die 5,30 Euro Paprika, die 2 Stück, da reingeschnitten. Und 30% von dem Scheiß war schon vergammelt mit Schimmel. 2 Tage alt. Ist wie bei uns, kennen wir, ja? Gehst nur Abfall. Was sagt uns das? Ihr Wechselhausmüll, der nichts hält, na? Frische Sachen, die draußen im Beet wachsen, die kannst du ewig irgendwo hinlegen, ja, wenn du die nochmal ausrupst. Also zumindest ist es mit meinen Sachen so. Ich hatte auch mal Paprika. Vorm Klimawandel. Ja, so, also alles bestens. Ja, ich mache mir jetzt hier ein lecker Manger. Oh, das sieht richtig. Und Ila ist schon fertig. Ila ist schon fertig, das gibt's ja nicht. Willst du hier noch ein Rübchen hinterher? Den ziehst du ja noch rein, den Nogger, ne? Aber denk dran, mach keine Moorrübe draus. Im Moor. Ja, ihr seht, mir geht's blendend. Ja, ich habe hier nichts zu beklagen, denn solange ich meinen Briefkasten zu Hause nicht leere und das Postfach nicht angucke, habe ich eigentlich keine Sorgen. Kennt ihr ja, ist wie Urlaub. Kommst du nach Hause, kommen die Behörden und hämmern dir richtig deine ganze Existenz zugrunde. Ja, meine Freunde beim Finanzamt, ich freue mich schon richtig drauf. Ja, das ist auch so Kategorie. Also ich nehme nicht alle verallgemeinern. Ich weiß, ich habe auch schon mal gesagt, es gibt doch gute. Aber die bei mir zuständig sind, das ist, die würde ich am liebsten mal da oben, ganz da oben auf der Spitze, ja, für 3 Tage mal anbinden. Ne? Wasser haben sie ja genug durch die Wolken. Vielleicht, aber machen wir uns nichts vor, sie kommen dann auch nicht zur Besinnung. Dann heißt es ja nur, die anderen sind die Bösen, dass sie selbst hier oben einen am Zunder haben. Ne? Das ist, darauf werden sie nie kommen. Mein Beileid an alle Menschen, die mit solchen Menschen zu tun haben. Sowohl beruflich als auch familiär und ich hätte fast gesagt freundschaftlich, aber ich glaube, solche Menschen haben keine Freunde. So, jetzt machen wir uns hier mal lecker Manger und dann ist das einzige Problem, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass wir noch gut ausgerüstet sind, wie immer, wir sind wieder on board. Das einzige Problem ist, dass das die letzte Speicherkarte ist. So ein Mist, ne? Ja, ziemlich blöde jetzt für euch, sag ich mal. Jetzt müsst ihr allerdings die Gegenfrage stellen, wer wäre bereit, mir Speicherkarten zu schenken? Ja, jetzt würde man sagen, diese 256 MB-Dinger mit Zendisk Pro, die ich da immer nehme, ja, kosten bei Amazon, ich glaube, aktuell das Stück von der MicroSD müsste um die 25 Euro liegen. Eine. Ja. Ich habe jetzt 14 Stück hier. Könnt ihr euch ausrechnen, was ich für euch schon bezahlt habe? Und wenn ich jetzt sehe, dass diese Folge hier summa summarum nach einem Jahr nur 300 Leute angesehen haben, könnt ihr euch vorstellen, dass ich beim Kauf von 2 Speicherkarten schon im Minus bin.
dürfte ich eigentlich gar nicht drüber lachen. Völlig bescheuert die Nummer eigentlich, ja. Ich buddere hier nur rein und krieg davon nichts raus. Daher habe ich hier nämlich auch keine 20, denn wären wir gut durchgekommen, ja. Jetzt hätte ich schon überlegt, naja, guckst du mal, was hier eine kostet. Aber ich wette mit euch, die kostet ja mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache. Das ist Wahnsinn, das gebe ich dafür nicht aus, weil der kostet eine Speicherkarte mehr, als dass ich an YouTube-Werbeeinnahmen bekomme in einem ganzen Jahr. Von dieser Serie hier zumindest. Ja. Das ist finster. Ja, für alle, die es wissen wollten. Ich darf dazu leider nicht mehr sagen, weil dann verstoße ich gegen die YouTube-Richtlinien. Wenn ich hier die Zahlen offenlege, hätte ich gar kein Problem damit, weil es nämlich so gut wie nichts ist. Ja, dann kriege ich Ärger. Deswegen sollte jemand mal kennenlernen, der angeblich da sein YouTube-Konto offenlegt. Ja, dann ist er entweder geistig umnachtet, ja, und möchte sich gerne selbst ausbooten. Oder aber er macht den hier. Versteht er? Weil es darf niemand veröffentlichen. Für alle die kein YouTube-Konto haben oder professionell darf man mich da eigentlich nicht nennen, weil dann würde ich so einen Scheiß in den machen, ne? Aber wisst ihr, ich mache es, weil es mir Freude bringt und weil ich sehe, dass es den Leuten, die es gefällt, auch Freude bringt, ja? Aber jetzt wäre natürlich, wie gesagt, die Frage, machen wir mal einen Topf auf für Dominik, ja? Das fände ich tatsächlich nur fair. Ja, weil das ist hier, wie sagt man, Minderheitenfernsehen, was ich betreibe. Tatsächlich, das will kein Schwein gucken, weil A ist es zu lang und B ist es zu ehrlich. Ha, ne, kennen wir. Ja, das wäre so ein Ding, dann könnt ihr mir nochmal Speicherkartenformat, habe ich euch gesagt, und seht auch ein Review bei mir auf der Webseite, immer zuschicken. Ja, ich nehme auch Gebrauchte, ist gar kein Thema, muss jetzt nicht neu sein. Ja, aber ich hatte mit vorher sowas keinen Berührungsschnittpunkte, da ich in dieser Masse ja nicht brauche. Und jeder YouTuber, also ich gehe davon aus, 99,87%, die werden, was weiß denn ich, 3-4 Speicherkarten haben, werden das dann aufnehmen und werden das dann hochladen und die wieder überspielen. Meine Speicherkarten sind so gut wie noch neu, weil sie ja nur einmal bespielt werden und nach jeder Tour erst neu formatiert werden. Ja, das ist, weil ich eben genau das betreibe, was wir hier machen. Seht ihr hier irgendwo hier in der Wand eine Steckdose oder hier oben drauf ein WLAN-Kabel auf dem Dach? Ich glaube nicht. Wo ist Ila eigentlich hin? Herr Iggerich, kommen wir mal her. Hier liegt noch ein Mohrrübchen. Ja, also das muss ich nochmal kurz bringen, ja, für alle, die jetzt gedacht haben, ey, nee, das machen doch andere auch irgendwie so, da geht doch das auch. Ja, natürlich, wenn ich immer irgendwo an einer Basis bin, aber meine Basis ist maximal Fahrzeug, da ist er, der Schwede, ja, der verfügt nicht über eine solche Ausrüstung wie ein Zweifamilienhaus und wenn wir nicht am Schweden sind, dann sitzen wir irgendwo in einer Fjellstuga irgendwo oder unterm Tarp, ja? Oder wenn wir zufälligerweise eins dabei haben, ein Hildeberg-Zelt, ja? Und all diese wohnlichen Annehmlichkeiten bieten allerdings nicht den zivilisierten Komfort solch Mittelchen, wo ich etwas überspielen, hochladen oder mich verbinden mit irgendetwas kann, außer dass ich mir den Finger hier in die Nase stecke und dann sind wir auch verbunden. Das ist im Prinzip alles. Und das Telefon kann ich hier auslassen, solange wir hier sitzen, denn ich habe null Netz. Hier ist gar nichts los. Ich wollte gestern Abend Instagram hochladen, kannst du vergessen. Ich kann mir nicht mal ein Foto angucken aus meinen alten Beiträgen. Ha! Das ist geil eigentlich, ja. Also hier ist mal wieder nichts los. Deswegen entschuldigt, wird mit ein bisschen Zeitverzug ein ganze Krempel kommen. Aber dafür habe ich eine umso schönere Aussicht und das ist es doch wert. Deswegen sind wir ja eigentlich auch hier, ja. Also erstmal gucken wir uns den schönen Schweden an, der uns. Und da müssen wir mal ja, immer so sicher und heil durch diese Welt hier bringt. Und dann natürlich diesen Prachtklotz im Gewand der Zuckertraube. Ja. Gestern Abend übrigens ganz finster. Ja, Ila, bummst dich ruhig ein bisschen. Gestern Abend übrigens ganz finster bin ich mit dem Schweden noch mal kurz off-road gefahren. Weil ich dachte, da sieht ein Weg gut aus, der da reinging. Ich hatte das Gefühl, dass es gut werden würde. War auch anfangs so. Dann sind wir durch kam so eine Senke. Ein richtiges V in dem Waldweg, ja, der schon mit der hohen Gassen aber hatte. Da floss ein Bach durch. Da sind wir erstmal ordentlich eingetaucht vorne, ja, und dann hinten mit der Anhängerkupplung erstmal schön hängen geblieben, ja. Muss sie voll Stoff machen, gerade noch so rausgekommen. Herzlichen Glückwunsch. Beim nächsten Mal, was habe ich ja nicht gesehen, war ja dunkel, hat ja auch geregnet, ja. Und dann sind wir angekommen auf einer einsamen Lichtung.
Dann dachte ich mir, die ist gar nicht so verkehrt aus zum Campen. Da habe ich da mitten auf dieser Lichtung, da ungefähr 500 Meter, Pi mal Daumen, und dann habe ich da aber ein Feuer gefunden, ein Lagerfeuer vorgefunden. Das war schon vorpräpariert, da lag schon Holz daneben. Ha, besser als in der Almhütte. Ja, wahrscheinlich war es sogar trocken, man weiß es nicht. Und da dachte ich mir, das ist ja fast ein Land. Das sah schon aus wie so eine Falle, wisst ihr, wie so eine Mäusefalle. Ja, und ringsherum warten dann die bösen Buben. Aber tatsächlich habe ich dann ganz frische Spuren gefunden in dem Matsch. Die kann ja noch nicht mal den Regen mitgemacht haben. Da dachte ich mir, warte mal, du hast keine Autofährte gesehen, die hinfährt. Also keine Fahrspur diesen Weg runter. Und es gab nur diesen einen Weg. Aber aus dem Wald kommen irgendwo Fußspuren raus und haben sich ein Lagerfeuer vorbereitet. Da habe ich nur 2 und 3 zusammengezählt, bin auf -6 gekommen und habe sofort den Zunder gemacht. Hier bleibst auf keinen Fall. Ich wollte nicht mehr stören, den ich gerade sein Camp belatsche da. Und wer weiß, vielleicht war das auch privat oder man weiß, es wäre möglicherweise noch jemand gekommen. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und da muss ich sagen, war diese Lichtung ziemlich gruselig. Die war nämlich mitten im Wald. Die war nur so 30 Meter mal 30 Meter. Mitten in ein einsamer Fleck im Wald und du siehst nichts ringsrum. Wisst ihr ja, da ist mein Schizogenen wieder. Ja, das geht nicht, kannst du nicht bringen. Bin ich wieder zurückgefahren und dann kam wieder der Bach. Oh nein, und da habe ich so eine Verschränkungspassage hingelegt, weil ich mir dachte, clevererweise machst du mit dem Offroad ja genauso. Ja, fährst du schräg rein. Nur eine Problematik ist, dass sich eine Einzelradaufhängung nicht so gut verschränkt wie eine Starrachse. Und da haben wir erstmal 2-mal aufgesetzt. Stoßstange, also 3-mal sogar. Stoßstange, Schweller und dann hinten nochmal die Anhängerkupplung. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also der Schwede hat gestern wieder ordentlich Federn gelassen, haben wir volles Ballett. Eva, denn wo ich dann, das war nämlich der Grund, dann auch gesagt habe, nee, jetzt fahren wir nirgendwo mehr rein, das reicht jetzt, es ist dunkel. Wir nehmen jetzt hier die nächste Schutzhütte, die wir finden. Und da hatte sich jetzt diese hier angeboten. Und interessanterweise, wer hätte es gedacht, die ist nicht in der Karte eingezeichnet. Ist geil. Obwohl die ganz offensichtlich schon mehrere Jahre steht, wie wir anhand dieser Hieroglyphen hier erkennen. Ja, wahrscheinlich ist sie vielleicht mit dem Hubschrauber abtransportiert worden. Vielleicht war das die vorher da hinten stand und haben sie jetzt hierher geflogen. Man weiß es ja nicht. Ne? Aber das nochmal zum Punkt, auch die Schutzhütte an der Hauptattraktion, das heißt dem Haupteingang des Nationalparks, der da liegt. Ja? Da, wo die ganzen Ziegen gehalten werden, das ist so ein kleines Dörflein. Auch diese Schutzhütte, hatte ich gesagt, ist nicht mehr existent. Möglicherweise ist sie irgendwo im Wald und man muss ein paar Meter hinlaufen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil es dunkel war und es hat geregnet. Ich konnte nur so das nähere Umfeld abschütteln. Aber ich habe sie zumindest da, wo sie in der Karte eingezeichnet war, nicht gefunden. Gut, brauchen wir auch nicht. Wir hatten ja eine viel bessere. Und ich muss sagen, die Nacht hier war wirklich gut. Hätte man nicht gedacht, die Nacht war besser als... Nee, Eli, du bleibst mal schön hier. Komm, Papa, guck mal, hier ist nämlich noch ein Würstchen. Wenn du hier bleibst, kannst du davon einen Schmacko mithaben. Die war besser als in der Fehlstube. Tatsächlich. Ja, erstmal ist Eli nicht von der Bank gefallen, weil er auf dem Boden lag. Also das war ein Ding, ey. Das war ein Ding. Kannst du dir vorstellen, du pennst ein, bam, und dann... Dann hat nicht der Wind gepfiffen, weil mein Tarpolin hat das hier richtig schön zugemacht. Wir hatten es, ich würde fast gesagt, kuschelig. Und ich konnte völlig entspannt liegen. Denn der Grund war nämlich, Ila lag so gut wie fast zu Hause. Wir haben hier beide nebeneinander und Ila liegt bei mir im Bett ja auch immer unten am Fußende. Und er hat genau diese Position ja finden können. Das haben wir die ganze Tour noch nicht mal im Hilleberg-Janum geschafft, weil es da einfach zu schmal war. Und er konnte sich nicht ans Fußende legen. Das ging immer nur in der Mitte, wisst ihr, ne? Weil das Zelt mittig breiter war, am Fußende wurde es wieder schmaler. Und dann kam das Kondenswasser wegen der Schräge. Peng. Ja. Das heißt, wir hatten hier jetzt völlig verrückt, ja, kurz am Ende der Tour haben wir jetzt hier auf dem Boden im Kies, wo andere sagen würden, na ja, doch jemand Mäusekot liegt hier in jeder Ecke in Massen, ja. Nee, Eli, das ist falsch verstanden. Würde hier nicht mal einer länger als 5 Minuten drin sitzen, ja. Und ich habe das jetzt schon als meine Pause betrachtet, seht ihr ja. Und wenn ich Ballatsche dann habe, da fühle ich mich ja heimisch. Akkurat eigentlich. Ja, nee, war aber eine gute Nacht. Ich war zwar früh wach, aber wir sind noch früh eingeschlafen. Ich glaube, so gegen, was war es denn? 9, 10 müsste ich in Schlaf gekommen sein. Und dann, wo ich wach war, einmal musste ich Ila zudecken. Einmal. Und das war 12:30, habe ich auf die Uhr geguckt. Und dann auch nicht wieder. Und dann bin ich wach gewesen 6. Und dann habe ich noch 1 Stunde gehofft, dass ich einschlafen kann, aber musste ich Pipi und dann war es 7 sind wir aufgestanden. Peng. Und da wart ihr dabei. Na? So in etwa. So sieht's aus. Ja. Und eine Maus hat uns nicht über den Weg gelaufen. Es ist uns ja nicht übers Gesicht gekrabbelt oder gar nichts. Ich habe nichts gehört. Überhaupt gar nichts. Ich habe richtig gut fest geschlafen und Eli auch. Der hat
Ja, also es war praktisch gar nichts. Eine Maus ist uns gestern Abend über die Straße gelaufen. Das war noch kurz vor der Offroad-Passage gewesen. Und für die habe ich auch gebremst. Ja, war eine Spitzmaus. Habe ich tatsächlich angehalten, weil die relativ lang, sonst hätte ich sie platt gemacht. Ja. Ja, wenn man langsam fährt, kann man das machen. Ja. Jo, und dann seid ihr jetzt dabei. Da hinten lädt noch ein GoPro-Akku für euch, wobei die Speisekarte ja gar nicht mehr so viel hergibt, wie die Akkus jetzt voll habe. Und dann mache ich jetzt hier Manger. Und da müssen wir echt mal gucken, wo wir hinfahren. Ich habe wirklich, das ist jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich habe Ideen so, ja, aber ich weiß noch nicht, welche von den Ideen ich mache. Aber eins ist ziemlich sicher, ihr werdet davon nicht mehr viel mitbekommen. Das tut mir ja recht herzlich leid jetzt. Ja, aber ich hatte es ja erwähnt, woran es liegt. Da müssen wir nicht mal vorbereiten. Okay, gut. Habe ich noch irgendwas? Jetzt wird schon alles sagen, drückt er endlich auf den Knopf, damit wir noch mehr... Ehrlich, deswegen mache ich nichts anders. Das wäre, als wenn ich einen Boss im Hintergrund hätte, ja, und der sagt, ey Dominik, du arbeitest jetzt schnell. In einer Stunde will ich den Bericht fertig haben. Wisst ihr, was ich denn mache? Dann setze ich mich hin und mache genau das gleiche wie immer. Und wenn er einer Stunde ankommt, ist er immer noch nicht fertig. Interessiert mich gar nicht. Steht da? Weil die Qualität meiner Arbeit lasse ich nicht durch negative Einflüsse nach unten schrauben. Ganz einfach, so sieht's aus. Unter dem Motto, sei du selbst oder bleib du selbst. Ja. Wisst ihr Bescheid? Macht mir also hier keinen Stress. Auf dahin gibt's jetzt Manger. Ja, ich hatte gerade aufgelegt, ja, 3 Minuten später flippt Herr Ile völlig aus und ist schnurstracks ins Moor gelaufen. Bellend. Das kommt sehr selten vor und dann weiß man, wild. Ja? Und ich weiß auch, dass es dann kein Rehen ist, weil bei Rehen bellt er nicht. Und ich habe es gerade noch weglaufen sehen. Kleines, schwarzes Etwas, nur dunkelbraun-schwarz, also eher schwarz, würde ich sagen. So hoch in etwa. Ja? Hat er... Ila ist natürlich hinterher, das ist ja logisch. Ja? hat er... Ach, sieht er vielleicht gar nicht. Da, wo die Kiefern enden, also von hier aus, so 150 Meter, Pi mal Daumen, da habe ich sie gesehen und zwar da zwischen den Bäumen. Na, und Ila ist genau die Richtung, da ist wirklich bis ins Moor. Ila stand bis zu den Knie im Sumpf drin und ist dann hinterher. Und dann habe ich fix die Pfeife raus und zurückgepfiffen, dann kam er auch. Das war, würde ich mal sagen, ziemlich genau, was anderes fällt mir jetzt nämlich nicht ein, unser Vielfraß. Ja. Konnte natürlich nicht damit rechnen, dass sie einen in der Hütte über Nacht im Frühstück macht und zufälligerweise so einen spitzfindigen Weimaraner bei sich hat. Ja, wird sich wahrscheinlich überlegt haben, ob es jetzt nochmal hierher kommt. Ja. Aber ich habe es gesehen, ist jetzt kein Witz, denke ich mir nicht aus, dürfte mir glauben, wenn er wollt. Das heißt also für mich die erste Vielfraßsichtung. Nur sehr flüchtig, nur sehr kurz, aber immerhin eines gesehen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, er erwartet das, was er in der bewaldeten weniger moorigen, sumpfigen Region weiter oben im Berg finden. Hier vorne ist ja noch relativ flach und alles nass. Hier stapfst du ja, wenn du da, wie gesagt, Ila stand da bis zum Ding drin, das Vieh muss ja selbst im Wasser geschwommen sein. Ja, so gut wie fast, ist ja alles Moor. Ja. So, also Bescheid, ganz interessant. Ja. Und hier noch kein Nahrungsmittelfeedback. Die Brötchentaler, ja, sie jetzt ein bisschen geplättet, sind kein Highlight, aber schmecken tatsächlich besser als das Brot. Wollt ihr das Brot noch kurz sehen? Ich hatte ja gesagt, das ist dieses Rosinenbrot. Ja? Und tatsächlich, es ist ein Zimtaroma auch noch mit drin. Entschuldigung, das waren die Brötchen. 3 habe ich also noch. Gut, wo ist das Brot? Hier ist das Brot. Es ist ein Zimtaroma mit drin. Das ist das ganz Interessante. Von den Rosinen schmeckt man auch etwas, aber die sind eher angebrannter Natur. Ja, sieht man auch schon. Also innen siehst du gar keine Rosinen. So gut wie fast. Ja, also eines hier. Ja? Das kommt gar nicht raus. Ja? Die meisten sind tatsächlich außen und angebrannt. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, dass man Rosinen außen hat und nicht innen. Aber wenn man es jetzt riecht, es riecht total nach Zimt, das Ding. Ja, in der gibt vielleicht auch die dunkelgelbe Farbe her dadurch möglicherweise. Ja, also eine Prise drin. Aber der Teig ist wie Staub. Jetzt wirkt er fest. Aber ich musste die Scheiben 3 cm breit schneiden, damit ich überhaupt eine Konsistenz habe, die als Scheibe bleibt. Ansonsten fällt der Teig sofort auseinander. Also es ist Brösel. Das ist ein Bröselbrot hier. Das sieht nicht so aus, aber... Und wiegen tut's gar nichts. Es ist wie Luft. Praktisch. Erklärt auch die Nummer. Ja, gut, hatten wir. Also lohnt sich nicht. Rosinenbrot könnt ihr vergessen, auch wenn es interessant aussieht. Im ICA, im Zwick. Ja. Die Brötchen ist immerhin kein Highlight.
Aber besser als das Brot, wie gesagt. So viel kurz zum Nahrungsmittelfeedback. Und was wir als nächstes finden, wo ich gerade dabei bin, sollten wir eine Kaufhalle sichten im nächsten Ort. Ja? Supermarkt. Ja. Dann werde ich natürlich die Pfanddosen weggeben müssen, weil das wollte ich euch noch kurz zeigen, dass ich die wirklich mitgenommen habe. Aber kann ja immer jeder vier erzählen, vor allem bei YouTube ist aber der Lungen ohne Ende. Nicht alle, ja, aber sehr, sehr viele. Welche Dosen ich hier aufgesammelt habe und dass ich hier auch... Nee, Ila, du hast ja schon genug angestellt eben, das reicht ja wohl. Hier, unsere Fehlstubendose. Ja, habe ich also tatsächlich von oben unten. Ich hoffe, dass er die noch erkennt, weil er hier oben... Und interessanterweise, guck mal hier, seht ihr die zwei kleinen Zahnspuren, die da reingehackt haben? Auch ganz interessant, ja. Ist ein Zahn, also sieht man auch definitiv. Und es sind auch ein paar Kratzer dran, die kommen nicht von mir. Und hier sind auch mehrere. Da seht ihr die Abdrücke nochmal. Hier sind nochmal zwei und da nochmal zwei. Immer das Gleiche. Nochmal zwei. Also ich sehe hier mindestens fünf Abdrücke, wo einer so machen wollte. Und es war keine Spitzmaus. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann habe ich hier unten und da sind noch zwei drunter. Ja, jedenfalls. Das ist alles nur eine Krone. Ja, 10 Pfennig. Aber weißt du, haben oder nicht haben? Weil wenn ich nämlich 1000 so eine Dinger zusammensammle, habe ich eine Speicherkarte. Auf dahin. Manger. Ila ist jetzt nicht übrigens im Auto, weil er denkt, nicht, dass ihr denkt, dass ich denke, dass er etwas falsch gemacht hat. Dem ist bei weitem nicht so. Warte mal, habe ich da Platten? Ach, mit der Luft am Auto kriege ich mal Panik. Ich muss dringend mal Luft kontrollieren hinten, ne? Das ist nicht deswegen drin, sondern weil er hier schon ein bisschen gezittert hat. Es ist jetzt wirklich kalt. Es war eben tatsächlich wärmer. Ist kein Witz jetzt. Es zieht hier. Und seht ihr auch, ne? Es ist alles bewölkt. Die Sonne ist so gut wie fast weg und es sind nur noch Wolken da. Das war nur der angenehme Morgen. Ansonsten ist der ganze Tag wieder Mulet, wie der Schwede sagt. Ja? Ila sitzt drin. Nicht wegen dem Stinktier. Stinktier hätte ich was, ne? Viel Fraß. Sondern weil ihm ein bisschen frisch ist. Und weil ich hier meine Ruhe zum Essen haben wollte. Ja, bis auf euch jetzt natürlich. Was ich mal sagen wollte für alle, die es interessiert oder Hundefreunde. Der hat aus meiner Sicht nichts falsch gemacht. Weil genau das soll er machen. Er soll mein Camp und mich und beziehungsweise uns, wenn es mehrere sind, auch beschützen. Und in dem Sinne ist es kein Rentier oder ein Elch. Da wird er nicht bellend hinlaufen. Sondern, hat er gesagt, bei kleinerem Raubtier, da läuft er bellend drauf zu. In jedem Fall, um das zu verbellen, um sich mit dem anzulegen. Um nicht zu sagen, um es aufzufressen, wenn er es denn möchte. Soweit lasse ich es natürlich nicht kommen. Aber er hat alles richtig gemacht. Deswegen habe ich ihn deswegen auch nicht bestraft. Deswegen kriegt er auch gleich noch ein lecker Brötchen ab davon. Da spekuliert er auch schon drauf, sondern aus dem anderen Grund sitzt er drin. Ja. Und nein, wir sind hier nicht im Nationalpark. Das heißt, wenn wir hier irgendwo in der Wildnis sind und die rennen vielfach umher, dann darf Eli da ruhig hinterher. Das ist, also, er soll nicht drauf, das nicht, aber er darf es von mir aus ruhig verbellen. Denn man muss immer daran denken, wir sind auch noch in anderen Regionen, wo uns gewisse Tiere die Nahrungsmittel streitig machen. Ja? Und dafür habe ich Eli ja mit, dass er auf solche Dinge aufpasst. Also von daher, ja. Nicht denken, ich habe jetzt Eli eingesperrt aus Strafe, sondern es hat einen anderen Grund. Und das versteht er auch. Der guckt auch ganz nett und freundlich und sieht ja auch den Schmacko. Ja. Er rafft das schon. Alles gut. Ja? Jetzt wird es wirklich ungemütlich. Also mal abgesehen davon, dass ich schon eine ganze Zeit kalte Füße habe, verständlicherweise. Ja, braucht euch nur den Berg angucken. Ja. Die Wolke kommt immer tiefer. Ja. Und genauso fühlt es sich jetzt hier auch an. Es ist nahezu alles bewölkt. Da hinten ist noch ein Stück blau zu erkennen. 12 Minuten ist das weg. Und wir noch viel eher. Es ist Punkt 10. Und die ersten Touristen kamen schon vorbeigefahren. Ja? Mit ihren dicken, fetten Prollkarren hier, der Stern und der X. Ach, wir kennen das. Müssen wir keine Marken nennen hier. Ja, mussten sie natürlich ganz langsam. Also hier sind sie ganz normal angekommen, sind 30 gefahren. Ja? Und als sie denn hier waren, ja, ich war gerade dahinter, mussten sie anhalten. Waren 3 Autos in der Kolonne, mussten alle gucken, ja, alles fette Prollkarren, hat es schon durch die Fenster gesehen, Schickimicki-Kleidung, Outdoor-Kleidung aus dem Katalog wieder, ja, und genau so, ich will ja niemanden verurteilen, ja, aber jetzt denkt mal nach, ja, also man kann das nicht von jedem erwarten, ich weiß, aber das ist die Hauptattraktion des Nationalparks und ich habe hier wahrscheinlich, wenn ich so ein Lebensstil führe, dass ich natürlich den ganzen Luxus unterhalten möchte, den ich da brauche zum Leben, da muss ich natürlich auch dementsprechend
viel arbeiten, teuer arbeiten, ja, oder zumindest andere ausbeuten. Und dann kann ich mir auch so eine Hütte leisten, die hier wahrscheinlich zu horrenden Preisen vermietet werden. Ja. Und was man dann natürlich meistens nicht hat, man hat zwar Erfahrung mit dem Geld verdienen, aber man hat keine Erfahrung draußen. Ja. Also wer heute hierher fährt, kann ich jetzt schon garantieren, ich korrigiere meine oder ich editiere meinen Wetterbericht nochmal vor. Es wird heute noch eher anfangen zu regnen als gestern. Das können wir jetzt leider nicht mehr herausfinden, weil wir vorher abhauen werden. Aber wer heute hierher fährt, um da diesen Berg hochzusteigen, das ist nämlich der Grund, warum man da hinfährt. Der Parkplatz ist nur zur Bergbesteigung praktisch da. Wie drücke ich es vorsichtig aus? Hat in jedem Fall keine Erfahrung von draußen, sagen wir es mal so. Ja? Aber die wird er denn in jedem Fall sammeln. Ja, da kann er seine schicke Neonjacke mal austesten, wie fest sie ist mit dem Regen. Und ich wollte euch nur zeigen, wie immer, dass wir diesen Platz genauso verlassen werden, wie wir ihn vorgefunden haben. Was ich gesehen habe, hier liegt ein Kauknochen, Kauzopf von einem Hund, ja. Das ist nicht unserer. Hier ganz unten, hinten in der Ecke, liegt ein lila Beutel, offensichtlich Hundekot. Das ist auch nicht von Hunds, ja. Ila kackt nicht in der Tüte. Und ansonsten haben wir hier drin nichts hinterlassen. Wir haben nichts beschmiert, ja. Hier muss ich nochmal sagen, Schande über auch, hier sind einige deutsche Inschriften, die sich hier mit Name, Vor- und Zuname rühmen. So bescheuert muss man erstmal sein, aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Das ist eins, was ich gemacht habe. Ich habe hier einen Hilleberg-Stinger kurzzeitig für 8 mm tief in das Holz genagelt. Davon siehst du jetzt praktisch so gut wie gar nichts mehr, weil ich es auch ein bisschen wieder weggedrückt habe. Ja? Ansonsten nichts. Was ich gemacht habe, ich habe da eine Mohrrübe hinterlassen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich sie mitnehme. Eli wollte nicht mehr. Der hatte heute schon zwei. Aber ich weiß ja, Mäusekot, ich habe sie gestern Abend über die Straße laufen sehen und die lasse ich ruhig mal für die liebe Maus da. Ich glaube, das darf man mir verzeihen, beziehungsweise ich fände das in Ordnung. Ja? Die wird hier nicht lange liegen, da sind wir uns ziemlich sicher. Ja? Das ist hier eine gute Mausehütte. Ich als Maus würde hier auch den Unterschlupf suchen, bevor ich davon viel Fraß gefressen werde. Rücklöchen hat er natürlich nochmal straßenverkehrskonform sauber gemacht, damit wir wieder gut unterwegs sind. Und dann geht's jetzt ab die Katze. Mir ist richtig kalt. Und ich freue mich schon auf die warme Heizung in. Wir sagen nochmal Tschüss zu unserem Berg. Ich höre schon, dass das nächste Auto kommt. 100% ein Tourist. Gehen wir lieber rein, ehe der hier auch noch gucken möchte. Auf dahin. Und bleibt, haben wir nun ein Foto. Und mal gucken, wie weit wir hier mit Badelatschen im Moor kommen. Ich würde diese kleine Lichtung nur mal kurz ablichten. Und es ist schon interessant. Mir kamen jetzt auf diesem kurzen Stück, wir sind gerade 5 Kilometer gefahren, 4 Fahrzeuge entgegen. 4 Fahrzeuge. Der Parkplatz ist hochgerechnet in 3 Stunden voll. Da ist ungefähr Platz für 100 Autos. 100, ne, ist übertrieben. Naja, doch, könnte fast 70. Ja, 75. Und überall hier im Wald, links und rechts, guckst du rein, 150 Meter, eine Picknickbank. Mitten im Nirgendwo, kein Pfad erkennbar. Ich sag's, im Winter steppt hier der Bär. Hier ist richtig viel los im Winter. Geht gar nicht. Also, was heißt geht schon? Natürlich, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das eines der erst erreichbaren Gebiete ist für die aus dem Süden vielleicht kommen und nicht so viel Gebirge haben oder gar nicht kennen. Ne? Die für die ersten Wintersportler ist mit einer der ersten Anlaufpunkte. Denn das Fulla Fjellet, was... Fulu Fjellet. Oha. Hier ist Ende für uns. Ist deutlich schlechter erreichbar. Ich muss mich kurz beeilen, weil ich sinke hier ein. Oh, da kommt schon wieder ein Auto. Ah, ja, herzlichen Glückwunsch. So, habt ihr auch mal kurz genossen? Diese herrliche Lichtung dort, ja. Ein kleiner Fleck am Straßenrand sozusagen. Gibt hier eine ganze Menge. Und auch 1-2 Schutzhütten habe ich noch auf der Karte gesehen, die für Winter. Hier ist, erreichst du, kannst jetzt quer durch den Wald laufen, aber es ist prädestiniert für Winter. Und Wasser hier sogar habt, was ich eigentlich so gut wie fast noch gar nicht, ganz, ganz selten siehst du das mal in Schweden, dass die Winterkreuze für die Winterpfade, unten drunter sogar der Ort steht, wo es hingeht. Das ist Wahnsinn. Das ist,
das ist dermaßen ausgebaut, ja. Ich guck lieber auch nicht, dass ich noch überfahren werde hier. Ja. Das ist hier dermaßen ausgebaut. Hier ist was los. Und wenn wer kommt, hupen, Eli. Laut hupen. Ja, wir haben ja wieder eine Schutzhütte gesehen. Das Adlerauge hat es erspäht. Ja. Nee, wir waren gestern Abend, sind wir ja hier schon vorbeigefahren auf der anderen Richtung. Und da standen schon drei Autos am See. Jetzt sehe ich auch warum. Da vorne liegen Boote. Ja. Und dann ist natürlich auch klar, dass man sich denn hier aufhält. Also so viele Schutzhütten. Da, wo du sie brauchst, in der Wildnis, weißt du, da findest du logischerweise keine oder weniger. Ja. Und hier, ach, eine Fischerhütte. Hier ist mit Fischersymbol dran. Guckt euch das mal an. Ach, mit Grill. Oh ja. Wir kommen hier langsam Tante Emma näher. Ja, merkt ihr. Och, und Feuerholz ist auch da. Ja, das ist ja ein Luxus. Das ist ja echt ein Prachtluxus hier. Guckt euch das an. Ja. Mein lieber Schwan. Hier kannst du ja richtig einen wegholzen. Ja. Und ich glaube, das haben die gestern Abend auch gemacht. Ja. Ich hatte jetzt spekuliert, dass ich wieder Pfanddosen finde. Aber wir sind ja gleich in der Kaufhalle, wisst ihr? Da müsste ich nochmal... Da könnt ihr mal was wegbringen. Ja, guckt euch das an. Da vorne eine Straße. Wer braucht jetzt hier eine Schutzhütte? Könnte man sagen, immer an den Winter denken. An den Winter. Interessanterweise liegen die Boote hier noch im Wasser. Die rechnen wahrscheinlich noch nicht mit dem Winter. Ja, man weiß es nicht. Dauert hier, kommt natürlich ein bisschen später, aber dürfte auch bald kommen. Ja gut, zwei liegen nur im Wasser. Ja? Die anderen liegen ja draußen. Aber nichtsdestotrotz, ach, die lassen sie hier. Okay. Da waren sie woanders ein bisschen eifriger. Da haben sie die noch weiter weg vom Wasser gebracht, ja. Und weiß ja nie wieder, wie das ist. Wenn ich hier hingehe. Hier, guckt euch den an hier. Der Papa ist mit der Huskies unterwegs. Hier, jetzt geht's los hier. Mit den Badelatschen. Hier ist mein Handgriff. So. Ah, jetzt kann ich die GoPro nicht mehr halten. Guck, jetzt geht's los. Ja. Herrlich, ne? Kannst du hier vorne, gehört sogar jemanden mit Faxnummer. Also ich glaube, das ist nur ein Werbe-Uni, das wird wohl nicht mehr fahren, das Gerät. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es nicht. Es ist ein Kufenschlitten, der ist natürlich für Eis. Das heißt, hier machen sie denn, lassen sich übers Eis ziehen. Ja? Oder nee, sie lassen sich nicht ziehen. Das ist kein Zugschlitten, sondern das ist nur ein Tretschlitten. Der hier, wisst ihr? Geht natürlich auch. Also ein Angeltretschlitten zum Eisangeln. Das macht sie. Und da drüben, guckt euch das an. Da drüben, seht ihr das? Auf dem anderen Ufer? Schon wieder eine Schutzhütte. Also eine Fischerhütte. Lassen wir mal rüber gucken. Vielleicht finden wir noch eine. Da sehe ich jetzt keine. Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist hier, das ist die touristische Fischerhütten. Wird immer schlimmer, hätte ich gesagt. Ist ja nicht. Ist ja schön. Für touristische Sachen ist schön. Für mich ist es nichts. Ja, also für mein Tourkonzept. Weil zu viele Leute hier. Einfach zu viele Leute hier. Jetzt gerade nicht, ne? Aber wisst ja. Also da bin ich echt froh, dass wir die Region jetzt hier im November mal angucken. Die habe ich so eine Nummer wie mit unterm Tarphütte schlafen. Im Sommer kannst du schon vergessen. Und selbst im Winter wirst du da wahrscheinlich morgens von irgendjemand geweckt, der mit dem Ski die Sonnenaufgang genießen will. Zu Recht natürlich. Ja. Gut. Wir hatten es. Ja? Schöne Gegend, viele Menschen. Wenn man eine rote Fahne irgendwo wimmeln sieht, ja? Guck doch mal an, was ich hier gefunden habe. Das ist doch ziemlich eindeutig, oder? Also könnt mir gerne aufschlauen, was das hier soll. Aber für mich sieht dieser Platz, ja, mit dem, was hier oben liegt, an Sandsäcken zum Abstützen für... Bam, 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 bam. Letzteres wäre für den Ami in jedem Fall. Ja, das ist ja völlig verrückt, Alter. Das ist völlig verrückt. Ich sagte noch, viele Leute, viel Winter, viel Betrieb mit Langlauf-Ski und so weiter. Was ist das? Hier Biathlon. Jetzt ohne Scheiß, die ballern hier in den Canyon rein. Ja? Du musst aufpassen. Kommt schon wieder ein Auto. Komm schon wieder ein Auto. Ja, ich bin der Hüttenwart.
Ich bin der Hüttenwart. Ey, was hier los ist, ist Wahnsinn. Im November, das glaubst du nicht, mitten in der Wildnis. Darf ich hier vortreten? Es ist niemand da. Noch einer. Ja, ist gar kein Problem. Ich rede mit mir selbst. Wir wissen das. Was hier los ist, glaubt ihr gar nicht. Wir kommen immer näher, wir kommen immer näher. Das ist ein Baller Canyon. Ja? Wenn ich jetzt hier suchen würde, oh, Munition suchen, das können wir ruhig mal machen. Jetzt ist ja keiner da. Ja? Dürfte nichts passieren. Eli hat keine Waffe im Fahrzeug, habe ich extra darauf geachtet. Ja? Weil da ist ja schlau genug abzudrücken zumindest. Hier wird er scharf geschossen. Mit so einem Scheiß. Das ist doch ziemlich sicher. Ja? Der Tisch ist jetzt ein bisschen schräg, zeige jetzt in die Wand rein. Müsse eigentlich. Naja, hier guckt mal. Bam! Ja. Bam! Ja, hier haben sie richtig einen verbarmt, ja. Vielleicht machen sie ja auch Probeschießen zur Jagd, wobei natürlich hier. Das ist, was soll ich sagen? Hier ist ja eigentlich fast bald Nationalpark, aber die. Wenn man so viele Touristen hat auf einen Haufen, ja, und wir wissen, jeder zweite Schwede geht zur Jagd, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der eine oder andere hier auch seine Knifte mit in der Tasche hat. Ja, weil es ist immerhin Wald. Da möchte ich nicht Ski laufen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das könnte ein bisschen heiß werden an einen. Also, ich sehe jetzt hier keine, aber logischerweise auf die kurze Distanz sollten hier auch keine Mumpeln in der Gegend rumliegen, ja, sondern alle in dem Ding drin stecken. Ja, das ist hier, man weiß nicht, ist das offiziell oder halboffiziell? So eine Zielscheibe fehlt noch, eine Pappwand. Müssen wir noch irgendwo eine finden? Ich sage, Nostradamus im nächsten Leben. Ja? Das sieht aber in jedem Fall nach einem Kleinkaliber aus. Hier, er hier. Das ist Kleinkaliber. Naja, was ist denn da passiert? Ein bisschen abgerutscht nach unten links, ja. Hier die Streuung, er hat es versucht, nur eine tattrige Hand. Und das sieht ganz gut aus, aber er müsste nochmal die Optik justieren. Ansonsten passt alles. Ja. Hier spricht der ehemalige Profischütze. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ganz interessant hier, ja. Gehe ich mal lieber raus aus dem Canyon, nicht, dass sie hier noch mit Telamin geschossen haben. Und ich mir hier eine einfange. Ja? Man weiß ja nie. Auf Schießplätzen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt einige verrückte Schützen. Die hantieren auch mit, darf ich das hier sagen, nicht, dass mir das LKA jetzt einen dreht. Ich war ja nicht dabei, ich habe das nur mal gehört. Ja, die drehen ja. Hier hat einer seinen Sicherheitsschuh in die Luft gesprengt. Oder er ist doch auf eine Mine getreten. Da gehen wir mal lieber weg hier. Ja? Gibt es ja immer einige dabei, die es nicht so ganz genau nehmen mit den Vorschriften, Richtlinien, Gesetzen. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Das ein oder andere Loch, was ich da sehe, ist in jedem Fall nicht von einem kleinen Kaliber. Ich meine, du kannst ja schießen mit was du willst, ja. Hauptsache es knallt. Also haben wir es auch schön, dass wir das nochmal so gesehen haben. Ja, einen vermeintlichen Biathlonstand. Du kommst hier, kann mir das jetzt richtig vorstellen, bildlich. Ja, pass auf, wir machen das jetzt mal nach. Dominik ist jetzt hier gerade hoch. Wir stellen uns vor, 20 Kilometer haben wir schon hinter uns. Stöcke ablegen. Gewehr runter. Puls 185. Ja, mit hohem Puls musst du schießen, das musst du können. Bam, 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 bam. 10, 10, 10, 10. Und weiter geht's. Akkurat, oder? Ich hätte eine 9 geschossen. Eine hätte ich wahrscheinlich geschossen. Aber der Rest ging voll rein. Auf dahin. Gucken wir mal, ob wir sehr cool noch wieder voll rauskommen. In Norwegen wäre jetzt schon der Sicherheitsdienst gekommen. Ja? Da spreche ich aus Erfahrung. Also der mit dem Fischernetz. Ich wollte es euch trotzdem nochmal live zeigen, nachdem wir gestern nur dran vorbeigefahren sind. Ja? Ihr seht da, Aquakultur im Inlandssee. Ja? Das steht auf keiner Packung drauf, wo ihr den Fisch kauft. Und das sagt euch auch keiner im Restaurant. Heißen tut es grundsätzlich nur, oh, dieser Fisch ist hier direkt im heimischen Gewässer gefangen worden. Mhm. Wisst ihr, wie das hier stinkt? Seid froh, dass es keinen Geruchsfernsehen gibt. Das sind
nämlich die lecker Futterbehälter, die da stehen. Was denken Sie, was los ist, wenn hier zur Fütterungszeit ist? Ich habe das in Norwegen, wie gesagt, mal live am Fjord miterlebt und es war widerlich. Das ist nichts anderes als Massentierhaltung, wenn da einer im Schweinestall, im KZ-Stall, ja, mit dem Eimer um sich geht, ja, beziehungsweise die Rohre geöffnet werden. Das ist nichts anderes. Der einzige Unterschied ist, dass sie im Wasser hängen. Ja? Aber es ist ein Aquarium mit einer ungesunden Fütterung. Das darf man so sagen. Und ja, das steht natürlich nirgendwo drauf. Müssen sie wahrscheinlich auch nicht ausschreiben. Ja? Aber wir haben es mal gesehen. Zumindest eins davon. Und jetzt kommt schon wieder ein Auto. Hier ist ja, hier ist richtig was los. Hier ist richtig was los. Und erkennt ihr alle. Oben mit Dachbox Skiträger drin. Die warten schon. Da juckt es, ja, mitunter. Man sieht, wenn man weiter guckt, ich habe fotografiert, noch einige weitere da hinten. Ja. Logisch, ja. So viele Touristen, wie herkommen, wollen ja mit irgendwas verfüttert werden. Ja. Das macht hier natürlich Sinn. Und man weiß ja nicht, wie viel davon vielleicht auch noch zusätzlich in den Export geht. Ob das alles für hier ist, ja, oder nur auch vielleicht ein bisschen von hier kommt. Ja. Aber so viel nochmal zu dem Ding. Im schönen Schweden, ja, dass alles so natürlich ist. Und die Wahrheit seht ihr ja. Ja. Auch hier ist das nicht. Ich hatte es erwähnt, das muss man immer, finde ich, der Fairness halber mit dazu erwähnen. Weil das Härjedalen hier, diese wunderschöne Grenzlandschaft, die sie ja nicht selten beworben wird, hat auch immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Immer mehr Leute sorgen dafür, dass immer mehr besiedelt wird. Es wird immer mehr Kahlschlag betrieben. Hier wird geholzt, abgeholzt, ohne Ende, radikal. Die Ferienhütten breiten sich immer weiter aus. Die Leute wollen verpflegt werden. Das hat alles immer zwei Seiten, ja. Und Grund für diesen ganzen Krempel ist in der Regel nur der Tourismus. Ja? Anfangen tut es mit einer lauschigen, idyllischen Sache und dann wird es irgendwann zum Massentourismus. So weit wollen wir jetzt hier noch nicht gehen, ja. Aber eins ist ziemlich sicher, zur Saison, und das ist sowohl Sommer als auch Winter, würde ich mal sagen, also mindestens der Winter, da ist hier ein Massenandrang. Das siehst du auch in dem Ort, wir fahren jetzt gleich rein, was da alles an Etablissements für Menschen sind, die hier aber gar nicht leben, die aber hierher kommen werden. Es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich hier mitten irgendwo, naja, fast im Nirgendwo sind. Ja, zumindest es ist ziemlich weit weg von den größeren Städten, wo die Menschen wohnen, sondern das ist hier nur für die Leute, die hier den Urlaub verbringen möchten. Es ist jetzt übrigens Mittag. Wir sind noch nicht weit gekommen von dem Punkt, wo wir wo die ganzen Protzurlauber, darf ich sie so nennen? Ja, ehrlich gesagt, ich möchte hier niemanden verurteilen. Ja. Können möglicherweise auch nette Menschen drunter sein. Aber wovon ich überhaupt nichts halte, ist von Status. Und wer so rumprotzt mit sein kann, und die haben wir im letzten Zeit hier übermaßen gesehen. Also nur noch Protzgar, unfassbar. Und alle kennt ihr das? Das ist jetzt auch finster. Mit diesem Geldgrinsen im Gesicht, ja. Drei Fahrzeuge hintereinander, drei Kumpels mit Familie, alles genau statusgerecht abgemessen. Die Fahrzeuge, die Ehefrauen, die Kinder, der Inhalt der Fahrzeuge, was ich im Vorbeifahren gesehen habe, die Dachboxen, stilgerecht und so weiter. Und dann kennt ihr dieses Geldgrinsen. So geil, Alter. Es ist immer das gleiche Klientel. Jetzt haut ihr wieder alle Vorteile übereinander, ich weiß. Da habe ich keinen Bock drauf, also einfach keinen Bock drauf. Na, so mag jeder sein, aber sie meint's. Ja. Was ich euch sagen muss, es regnet. Ja. Habt ihr das sehen können? Also das ist jetzt hier Niesel auf der Scheibe, aber wir fahren in einen kompletten dichten Dings rein. Sichtweite geht hier wieder runter. Enorm. So wie nochmal zur Wetterprognose. Ich hatte jetzt Internet gehabt, habe ich gerade gesehen, kurzzeitig. Gucke ich aber gar nicht nach. Ganz einfach aus dem Grund, wird mich nur verunsichern. Ja, wir hätten das gleiche wie sonst auch immer. Also nicht, dass wir das schon mal so hatten, aber bezüglich der Wetterberichte, das hatten wir schon ein paar Mal, dass wir irgendwas ansagen, was nachher nicht gepasst hat oder besser oder schlechter reden, wie auch immer. Ja, und im Endeffekt würde ich jetzt auf den Wetterbericht gucken. Ich habe nämlich ein Ziel ausgedacht. Ja, das heißt nicht ausgedacht, sondern ich hatte es, hatte ich ja gesagt, ich habe so zwei, drei Optionen. Ich habe jetzt davon eine gewählt.
Und rein theoretisch fahren wir in ein noch schlechteres Wettergebiet möglicherweise rein, ja? Weil wir die Richtung zumindest fahren. Ja? Und wenn wir jetzt in den Wetterbericht gehen und der würde dann sagen, möglicherweise die nächsten 3 Tage regnet es da, dann würde ich ja meine Tour nach einem, tja, darf man das sagen, Zufallscomputer, also mindestens schreibt ihr, da sind sie, kennt ihr hier, Stern, Dachbox und genau das gleiche Karten, bloß im Schweden-Format. Oh, ist herrlich, jetzt haben wir mal so ein Paradebeispiel. Ich wette mit euch, die beiden kennen sich und die sind beiden dicke, die machen nach dem, ach komm, hört auf, das lassen wir, nein. Wir wollen hier nicht urteilen, sonst heißt es nachher, ich verurteile, das mache ich nicht, aber davon haben wir so viele gesehen und ich bin davon über. Ich brauche jetzt ein bisschen Abstand, versteht ihr? Das ist nicht meins mehr. Es fängt hier schon an im Süden, ja, in interessanter Weise, nach Lappland kommen sie nicht. Also ich meine jetzt nicht die ich jetzt gerade so ein bisschen aufs Korn genommen habe, sondern die Massen an Menschen. Steht da. Also in der Saison, ja, leider mit den Wohnmobilen und ja, wir hatten das. Aber ich meine, jetzt in dieser toten Nebensaison, wo eigentlich da oben niemand ist, außer wir und 3 Finnen, ja, da sind sie hier immer noch unterwegs. Ja. Ja. Und ja, deswegen, jetzt mal habe ich mir gesagt, nimmst du mal das Ziel, wo du vermeintlich ein bisschen Ruhe hast. Das kann aber dahin ausarten, dass wir jetzt das schlechtere Wetter abfangen. Aber wie gesagt, ich möchte meine Tourplanung nicht nach einem Zufallscomputer oder sogar vielleicht Schreibtischtäter richten, ja, der von der Realität weit entfernt ist. Ja. Wir machen das und nehmen das so hin, wie es dann ist. Und jetzt wird es richtig dicke Suppenküche. Es wird immer dicker. Ja. Aber wir haben noch ungefähr... ich weiß nicht, ich fahre jetzt die Richtung, ja? Also Südost erstmal und dann müssen wir aber wieder abbiegen nach Südwest. Das ist so ein Zickzack. Wir fahren jetzt wieder Richtung Zweg zurück und ich glaube, irgendwann müsste dann vorher oder nachher, müsste ich nochmal sehen, wenn es denn ist, irgendwie, ja. Da müsste noch ein Abzweig kommen in die Richtung und da fahren wir noch locker 1,5 Stunden jetzt, ja. Bis dahin ist alles vollgeladen, was wir hier haben. Kamera, Telefon ist sowieso voll, hatte ich ja nicht an. Und Powerbank-Bürste den auch wieder gut gerappelt haben. Ja, was ja eigentlich was fehlt, ist Speicherkarte. Aber das hatten wir, ja. Ja. Lasst euch überraschen, das soll jetzt ein... Ich hoffe, dass es jetzt auch... Nämlich genau zu dieser Jahreszeit bin ich auch noch nicht dort gewesen. Aber es ist grundsätzlich ein Ziel, was noch schlechter zu erreichen ist als dieses. Nur hatte ich gehofft, da das schon nicht ganz so gut erreichbar ist, aufgrund einiger Schotterwege. Aber es muss sagen, auch es sind einige neu gemacht worden, auch von den Schotterwegen. Ja, aufgrund des Tourismus wahrscheinlich, vermutlich. Ja. Kann ich nicht sagen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Aber da werden die Wege noch länger, noch schottriger und eigentlich noch einsamer. Es ist auch ein bisschen weiter entfernt, ist ebenfalls ein Skigebiet, genauso wie es hier auch ist. Es ist die Fjellregion am Grenzland, wir hatten das, ja. Aber es ist eine andere Provinz, beziehungsweise, ja doch, das kann man so sagen. Denn wir fahren jetzt vom Jämtland in Richtung Dalarna. Ja, und das müsste so genau die Grenze abschraben irgendwie. Aber wir sind denn eigentlich, wenn wir recht entsinne, müssten wir schon im Dalarna denn drin sein. Ja, also andere Provinzregierung. Das ändert jetzt bald nur für euch, wer in Geologie aufgepasst hat. Eine Geometrie. Ihr wisst, was ich meine, ja? Kleiner Spaß am Rande. Und wir machen hier, ne? Egbert, was sieht aus? Kleinen Roadtrip. Jetzt hätten wir noch so einen kleinen Superschmacko hier. Oh, da packen wir nochmal eine Tüte rein. Guck mal. Doppelt. Oh ja. Na, guck mal. Das ist die Variante ohne Salz. Ich muss sagen, die mit Salz ist mir ein bisschen lieber. Ha? Aber allbestens. Und es ist warm, meine Füße sind warm, also positiv. Frisur ist scheiße. Schlafsack dürfte hier gut trocknen diesmal. Und wovon ich in jedem Fall spekuliere, wovon ich ausgehe, worauf ich hoffe, dass wir dort ein Plätzchen finden, wo ich mich endlich waschen kann. Denn ich bin über. Ich bin wirklich über. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Im Kopf darüber bin ich schon mal weg. Da hat man irgendwann den Punkt erreicht, wo du sagst, oh, scheißegal, egal, wenn die Haare ausfallen, pattig, fettig und die ganzen Würmer und Wolle rauskommen, das ist denn, oh, wurscht, interessiert keinen mehr. Ja? Aber ansonsten, so der Rest vom Körper, hast du immer noch dieses Pattgefühl, ah, das muss jetzt mal neue Klamotten. Das wäre schon schön. Also wie heute tat ich mein Tagesziel, eine Stelle am Wasser zu finden. Ja? Fluss oder See, ist egal, ja? Aber
ablegen, sollte so sein. Und ich möchte keinen anderen da haben. Weder ein Camper, ein Wohnmobil, noch ein Protzneureichen, noch irgendeinen sonst wen. Ja? Wenn ich einen netten Individualreisenden finde, der so asozial unterwegs ist wie ich, dann ist mein Daumen hoch, weil ich weiß, der ist nachhaltig unterwegs. Ja? Ich glaube, die haben sie alle schon in Hose gemacht. Ja? Die sind halt schon zu Hause, im warmen Kämmerlein. Schade eigentlich, ne? Aber wenn wir gar keinen treffen, ist das Beste, was uns passieren kann. Ja? Und wenn wir nochmal ein Stinktier sehen, Eli, weißt ja, was du zu tun hast, mit Chips werfen. Auf dahin. Mach mal einen Sitz, Eli. Du bist sonst genauso unhöflich wie die Göre in der Kaufhalle. Wir sind hier in Lofsdalen und der Papa hat da mal eingekauft. Ja, ein letztes Mal, wahrscheinlich für euch zumindest. Lassen wir uns dann teilhaben an diesem künstlichen Genuss. Einmal unsere Crimson Seedlist, damit wir auch was zum Eli teilen haben. Dann habe ich mir Dichiotin hier nochmal, oder erstmals, glaube ich, war es ja diesmal jetzt hier, die Moltebeere gefroren geholt, auf dass ich es mir im nächsten Jahr wieder frisch pflücken kann. Für nämlich unseren türkisch gefrorenen Freund, hätte ich fast gesagt, der ist ja gar nicht gefroren, den Joghurt natürlich. Die letzten beiden für diese Tour, jetzt nicht im Regal, weil das war nämlich rammelvoll. Einmal Elch und einmal Rehn. Ja, hier gibt es nur die kleinen Varianten und zu extrem, also die Preise sind ein bisschen höher. Ja. Natürlich haben wir hinten noch was, aber ich weiß ja nicht, ob das A noch gut ist. Und dann B habe ich ja noch ein paar Tage hier zu verbringen. Ja? Der kennt das. Also machen wir uns eine Paste an jedem Fall noch. Und dafür habe ich ja noch einmal vorgesorgt, wir müssten noch mindestens ein Glas haben. Und möglicherweise haben wir auch noch eine so eine Packung da. Da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Deswegen habe ich noch zwei Packungen zusätzlich geholt vom Tomatenkrempel, aber und das Pesto haben wir in jedem Fall auch noch und zwei Knoblauchzehen sind noch da und Schalotten habe ich auch noch. Das wird lecker. Dann habe ich hier mal einen Joghurt geholt, auf dass ich das Müsli, was ich habe, hoffentlich doch noch irgendwie verwerte. Ja, diesmal keinen sauren Phil und noch eine Milch. Ja? Und das ist es denn auch schon. 50 Euro waren dann weg. Machen wir es kurz und schmerzlos. Das ist ein Touristenort, wie ich ihn herzlich liebe, auf das wir hier schnellstmöglich wieder wegkommen. Das, nicht, dass sich jetzt hier jemand böse von mir an von der Seite angepinkelt fühlt, auch wenn ich das mag, ich so ein bisschen sarkastisch ausdrücke gerade, aber das Klientel ist ja praktisch, ihr kennt das. Ja, diese typisch gibt es auch in Österreich, in der Schweiz gibt es genug von diesen Skiorten. Alles schön fein in Hardshell-Jacke mit, irgendwo steht drauf, es ist in jedem Fall teuer. Ja, so entsprechend die Fahrzeuge, die hier ankommen. Ja, und alle, und natürlich Hardcore mit Wanderstiefeln, was für Tretern an, aber alle haben eines gemeinsam. Nein, nicht das Geldadelsgrinsen, sondern die Klamotten sind alle komplett sauber. Es ist noch nichts davon irgendwo jemals draußen benutzt worden, bis auf den Gang von der gemieteten Ferienhütte bis zum ICA. Hier ist Flanierlaufen angesagt. Was denkst du, was in der Kaufhalle los ist? Also so voll ist so ein kleiner Markt sonst. Das ist so geil. Können wir mal Film drehen von... Ah ne, ich würde nur Vorurteile erfüllen, das wollen wir nur auch nicht, ja. Ganz interessant, im Markt ein Kind, hätte ich fast gesagt, das ist ja ein Mädel gewesen, junge Dame, darf man so sagen, vielleicht Anfang 20, Pi mal Daumen, mit ihrer Mutter, sie sichtlich genervt von Mama, weil Mama hatte mehr so den Bestimmerhut auf und sie hatte schon so einen, wahrscheinlich schon bereut, dass mit Mama und Papa überhaupt in Urlaub gefahren ist, ja, und hat mich fotografiert, das glaubst du gar nicht, ich bin hier. Den schon gesagt, ja, natürlich mit Badelatschen. Wenn einer hier auffällt, dann in jedem Fall ich, weil die fallen kein bisschen mehr auf alle untereinander, aber er hier, ja. Und stehe da in dem Gang, gucke am Regal, guckst du zur Seite, mach dir erstmal ein Foto direkt von mir. Sag ich mir, was ist mit dir nicht in Ordnung? Hat die irgendwie einen Instagram-Kanal, wo sie geistesgestörte postet oder so? Ich weiß es nicht. Und dann als nächstes
rutsche ich weiter in den Regal. Sie hat sich dann von hinten einmal rum entfernt und das nächste gegangen. Um dann neben mir direkt die Tür, ich mache so eine Glastür auf, will die Milch rein. Und sie genau neben mich drückt sich hier so neben mich, macht die andere Glastür auf und geht so mit ihrem Oberkörper bei mir unten zwischen die Beine. Mal gut, dass das die Mama nicht gesehen hat, würde ich sagen. Ja? Ich weiß nicht, was das für eine Nummer sollte, meine Liebe, aber sowas gibt es hier auch im Schweden. Ich glaube, sie hat es dringend nötig, um nicht zu sagen, sie ist extrem unterfordert, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja? Denn penetranter ging es gar nicht mehr. Sie hat mir ins Ohr geatmet. Also eine Entfernung, aber ja. Muss man nicht glauben, darf man, wenn man das möchte. Und was es übrigens auch noch in Schweden gibt, auch ganz interessant, wir hatten sie ja natürlich, die Helikoptereltern, kein Problem, aber pass auf, ich reingekommen schon, die beiden Kinder von dem Pärchen durften erstmal die Muffinabteilung umsortieren. Schoko, Blaubeer, immer schön angegrippelt und dann, den packen wir da hin, den packen wir dann raus und hier Vanille. Vorher hatte ich mir gedacht, bringst du Ilan noch Muffin mit. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, nee, den lässt du schön liegen. Und dann hat sich das, ich habe die dann irgendwann aus dem Auge verloren, weil dann kam mir die Perverse und dann an der Kasse, ja, kamen sie wieder an, die waren direkt nach mir dran. Ich fand's so geil. Ich dachte, die kleine Ungehalten hat noch an der Kasse auf mich gewartet, aber Mama hat sie wahrscheinlich schon rausbuxiert. Ja? Jedenfalls an der Leine natürlich. Und dann kam Familie mit Waldorferziehung an und Kind durfte sich auf die Ablage der, wenn Kassenband läuft durch, ne, und dann könnt ihr halt euren Korb oder euren Rucksack hinstellen, wo ihr denn das nun einpacken könnt. Da durfte sich dann das eine Kind richtig lang hoch, es hat krrrk, einmal kurz gemacht, hat es einmal knack gemacht. Ich hatte meinen Rucksack gerade glücklicherweise festgehalten, denn dann machte diese Ablage einen kleinen Ablang. Ja, hängt jetzt seitdem ein wenig schief, aber es ist auch gar kein Problem gewesen für die Mama offensichtlich, weil Kind durfte weiter krabbeln. Mama hat das mitbekommen. Mama hat nichts gesagt. Und dann dachte ich mir, herrje, da kannst du froh sein, dass das nicht mein Kind war, ja? Gut, also und hier, ja, und ich weiß, ich rede mit mir selbst, mein Freund, aber mach doch ein Foto von mir, mach doch einfach ein Foto von mir, wenn du das willst. Es ist unglaublich. Wir haben hier jedenfalls ein Klientel, das gehört nicht in diese Region, bin ich der Meinung. Ich vermute mal, sie kommen von sehr weit her, tief aus dem Süden. Woran erkenne ich das? Das praktisch, mal abgesehen von den Kennzeichen, mal und den Autos und den Kleidung, dass sie alle auf Winter eingestellt waren. Das ist ein Winterdorf. Jetzt kein Mist, die haben hier Skiboxen, die haben Winterklamotten an. Ich warte noch auf die Skischuhe, die sie fast noch nicht ausziehen. Da sind wir kurz davor. Und jetzt, das ist jetzt eine Spekulation, pass auf. Ich glaube, dass die hier einen festen Urlaub gebucht haben, weil jetzt ist ja Vorsaison wahrscheinlich noch nicht ganz so teuer. Wir wissen, im Dezember knallen die Preise ja richtig an. Da dachten die sich, naja, machen wir November, da haben wir gerade Zeit, da ist ein bisschen günstiger und da sind die Hütten noch frei gewesen. Ja, scheiße, wenn aber gar kein Schnee liegt, ne? Weil keiner hat hier mit oben gerechnet, dass es so lange so warm bleibt. Es regnet. Ja, jetzt gerade, also Nieselregen, das wäre Schnee gewesen, wenn wir jetzt nicht 5 Grad oder 4 Grad plus hätten. Die sind alle ziemlich angefressen, denn normalerweise, würde ich mal sagen, wären die jetzt alle auf der Piste. Hier gibt's genug Skisachen en masse, ja. Aber was willst du denn die ganze Zeit machen, wenn du auf Winter eingestellt bist, bist jetzt hier in der Region, hast die Skisachen mit eingepackt und kommst hier an, am Arsch, gar kein Schnee da, ja. Sitzt du den ganzen Tag in deiner Hütte, ja, die Töchter werden leicht notgeil ungehalten offensichtlich und alle anderen machen Frustkauf im ICA. Die decken sich ja ein mit Sachen und geht die ganze Zeit hin und her. Ich habe die gleichen Leute schon zweimal gesehen in der Zeit, wo ich hier einen Instagram-Post abgeschickt habe und reingegangen und einkaufen gegangen bin. Ja? Ich möchte jetzt hier keine Menschen aktiv filmen, aber es ist wirklich alles, ich will nicht sagen, das gleiche Klientel, weil das klingt ja immer so nach Vorurteil. Wisst ihr, ich möchte niemanden jetzt schlecht darstellen oder grundsätzlich verurteilen, das liegt mir fern. Aber es ist zumindest eindeutig erkennbar, es ist hier eine sehr aktive Ferienregion für Menschen, die sich offensichtlich auf einen Winterurlaub gefreut haben. Neutraler geht's jetzt nicht, ja. Und wir freuen uns daraufhin, dass wir jetzt einfach weiterfahren.
Wir haben, glaube ich, noch so Pi mal Daumen, müssen wir eine Stunde. Und dann hoffe, dass wir da hinfahren, weil wir werden den Schweden jetzt nochmal richtig quälen, weil das wird eine lange, lange Odyssee für ihn über schlechte Straßen, dass keiner von denen dorthin fährt. Denn neben den Klamotten ist auch eine Gemeinsamkeit, die Fahrzeuge sind alle, ich will nicht sagen picobello blank, aber zumindest ist es relativ sauber. Ja, bis auf jetzt heute, wo es angefangen zu regnen, wo ich sehe, okay, das ist jetzt vom Regen und von dem Straßendreck, der so leicht hochspritzt, sind die Fahrzeuge praktisch nicht dreckig. Ja. Was sagt uns das? Dass sie natürlich nur eine lange, weite Anreise gemacht haben auf asphaltierten Straßen aus einer Region, die noch offensichtlich wärmeres, trockeneres Wetter hatten und hier gedacht haben, sie kommen jetzt hier in den Winter, deswegen fahren sie nämlich alle mit Spike-Reifen um durch die Gegend hier. Ja. Schade, ne? Aber mein Mitleid haben sie nicht, denn sie haben offensichtlich nicht so wenig Geld, dass sie sich das jetzt haben nicht leisten können, sagen wir es mal so, ja. Vorsichtig ausgedrückt. Gut, und ich jetzt hier nur über irgendjemand eine Analyse betreibe, fahren wir einfach weiter. Auf dahin. Da wir hier gerade noch mal rausfahren aus diesem Ischgl 2. Lofsdalen besteht praktisch ausschließlich aus einer Miniatur-Tankstelle, einer kleinen Kaufhalle und gefühlt 1 Milliarde Ferienhäuser, schicker Natur, Campingplätze natürlich. Also hier ist Touristik. Hoffentlich das letzte Stück, was wir davon sehen, bevor jetzt die Wildnis beginnt wieder. Ja, das wäre schockiert, wenn man in die Region, wo ich jetzt eigentlich gedenke, von den Menschen, die jetzt hier ihren Urlaub verbringen, hoffentlich dort eigentlich niemand mehr hinfährt. Das wäre grauenhaft, wenn man da jetzt hat auch versucht, den Tourismus hinzubringen. Es liegt ja nah, ne? Bin also mal vorsichtig. Hier ist ein richtiger Protzballes, mein lieber Jolly. 12 Personen, ich gebe euch den Tagespreis 500 Euro. So sehen die Dinger aus. Na? Also hier wird gebaut ohne Ende. Monströse Fundamente. Alter, das ist ein Luxusdorf. Also ich sage ja, mit Ulschul 2 haben wir ja noch untertrieben. Das ist für alle Leute, die nochmal, wie gesagt, wir hatten es, aber ich kann es ja nicht lassen. Die ihr kleines Statussymbol auf 4 Rädern hier auch nochmal flanieren wollen. Ja. Ihr seid da gut aufgehoben. Ja. Mich werdet ihr hier nicht wieder treffen, aber ich denke, darauf können wir alle gerne gut verzichten. Auf dahin. Bon voyage! Also das, ich müsste hier eigentlich alle 200 Meter anhalten und ein Foto machen. Die Häuser, das glaubt ihr überhaupt gar nicht. Das hast du noch nicht gesehen. Also sowas habe ich noch nicht mal gesehen. Die bringen ja die neueste skandinavische Architekturtechnik inklusive mitten in die, naja, Wildnis kann man nicht sagen, aber zumindest ins Grüne rein, ja, und mixen das mit dem Hauch von Urtümlichkeit. Da kommen Dinge raus. Da legst du dich hin. Wenn du es im Prospekt siehst, sagst du, Heinz, musst du buchen. Ja, sieht gut aus, sieht in jedem Fall gut aus. Ja, übrigens hatte ich was von Ischgl gesagt, das ist natürlich falsch. Also dem wäre man nicht gerecht, weil ich glaube, so ein rundgekommenes Party- oder Assi-Dorf ist es hier noch nicht. Aber St. Moritz vielleicht. Ja, wisst ihr, in die Richtung könnte es schon eher gehen. Die Ski über der Downen-Softshell-Jacke im Wert von 839 Euro. Denn die Sonnenbrille so cool ins Haar. Ja, wisst ihr? Ja, ich kümmere mich den ganzen Tag und das ist der Grund, warum ich da nicht hinfahre. Weil ich, also ich war ja, aber nur am Feiern. Ich bin nur am Feiern gewesen und das tue ich mir in der Regel nur ein einziges Mal an. Also sonst kriege ich so viel Lachkrämpfe, dass ich wochenlang Bauchschmerzen habe. Die Leute werden natürlich auch über mich lachen, was ich auch wieder positiv finde, weil dann haben wir nämlich beide was zu lachen. Ja? Das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Das ist das Gute daran. Ja? Aber nichtsdestotrotz, es ist hier schon, man könnte sagen, lauschig, wie wir es hatten. Ja, Heidi mit Peter auf ihrer Alm irgendwo. Nee, Eli, das war kein schwangerer Elch, das war Papa im Stimmbruch, dem Büffel. Also hier steppt der, wer eigentlich? Ich weiß es nicht. Der, na was, man kann ja nicht mal sagen, der
der Statusbär, weil es sind ja auch ein paar normale Leute drunter, die gibt es durchaus. Also ich habe auch schon einen Audi A6 mit rostigen Schwellern gesehen. Ja? Auch das findet man hier, aber eher seltener, würde ich sagen, eher seltener. Ja? Also ich hoffe wirklich, dass ich jetzt mit meiner... Wir fahren eigentlich nicht, wir sind nicht weit weg von unserem letzten Ziel, aber es ist eine ziemliche Pimmelei, weil es hier keine geraden Straßen gibt. Es dauert also ziemlich lange. Ja. Ich hoffe, dass wir... Oha, hier, guck mal hier, siehst du die beiden? Oha, ja. Das waren ja Monster-Huskies. Das war hier nicht falsch, dass ich nicht falsch liege. Sollte ich da auch nur einen Camper sehen, der seine Füße an den Ecken runtergedreht hat, um dort länger zu übernachten, bin ich weg. Da muss ich sagen, denn würde am liebsten nach Lappland wieder umdrehen, ja, könnt ihr euch vorstellen. Aber wir wollen es jetzt nicht schlecht reden, beziehungsweise ich will jetzt hier kein Vorhinein schon irgendwas spekulieren, wir werden es ja sehen. Ich bin nur so leicht schockiert, was sich so in den letzten vielen Jahren getan hat hier tatsächlich. Denn ihr kennt ja die Geschichte, so ungefähr, Dominik macht jetzt mal den Märchenonkel. Es waren einmal drei Menschen, die fanden eine schöne Region, irgendwo im Sunny Valley, was der Geier. Ja? Und einige Jahre später hatten sie 30 Nachbarn. Von diesen 30 Nachbarn kannten drei einen Immobilienhai, der dafür sorgte, dass plötzlich 3000 Menschen dort auch hin wollten und das Ganze dann auch noch für 30.000 Touristen in Katalogen zugänglich gemacht wurde. Jetzt die große Matheaufgabe. Frage in der Klausur, wir kennen das ja, Zug A fährt mit 30 km/h in Richtung von Zug B, der noch eine halbe Stunde braucht mit einem kaputten Rad hinten links. Jetzt die Frage. Was passierte mit den drei Neuankömmlingen? So fühle ich mich bei mir zu Hause. Es ist genau das Gleiche. Ja, wir hatten damals keine Lackaffen. Die Gegend war ruhig. Es war jetzt hier nicht Sun Valley, aber wisst ihr, wie ich meine? Ja, so in etwa. Bis dieses Ganze, darf ich Pack sagen? Eigentlich nicht. Es ist ja eine Großstadtmanier. Zivilisation ins Grüne kam und praktisch alles versaut hat. Und deswegen erzähle ich diese Dreiergeschichte hier immer ganz gern, weil ich ja hier steht ja Ähnliches bevor. Und man kann sich jetzt natürlich noch die rosa-rote Brille hier vor Augen halten. Und schauen wir uns jetzt aber die Nationalparks an, die hier direkt im Umkreis liegen. Ja, zum Beispiel den Nordeingang des... Ja, danke, du Arschloch! Alter, der ist nicht mal einen Zentimeter zur Seite gefahren, während ich hier jedes Mal den Rand schreiben küsse. Das ist rücksichtslose Pack. Ja, Entschuldigung. Schauen wir uns den Nordeingang vom Full of Yellet an, ja? Da wissen wir, wohin es führt. Ja? Zu einer gnadenlosen Zerstörung der Natur auf Kosten des Tourismus. Peng. Ja? Schade eigentlich. Ich hoffe, dass es hier nicht ist, aber solange es ein Fahrzeug gibt, was die Leute hier hinbringt, ja, das ist natürlich der Nachteil. Ja? Und solange Tante Google oder irgendein Ding, das ihnen auch noch den Weg hierher weist, fatal. Denn vor ein paar Jahren brauchte sie hier schon die Wanderkarte, um hier nachher zu kommen. Da stand nicht mal im Atlas die Straße drin. Also schlecht war die. Nun dann, wir haben noch ein Weilchen und ich sehe schon, es sind mehr Hütten geworden, Tatsache. Ja. Aber keine Menschen, die hier wohnen, sondern es ist Wahnsinn, es sind alles Ferienhütten. Erkennst du an den Stellplätzen und wir hatten das. Und überall immer mehr. Du siehst Raupen, du siehst Bagger, Planier, großes, massives Gerät, Schilder stehen hier mitten im Sumpf, Land zu verkaufen. Also es werden noch versucht. Ja. Für touristische Sachen ist hier richtig gut bedient, ja. Denn haben wir hier bald komplett zugepflastert. Das ist, muss ich sagen, wenn man den Vergleich nicht kennt, ja, fährt hier das erste Mal her, dann sagt man sich möglicherweise, eine schöne Region, aber Mensch, hier könnten wir doch mal hier mal Urlaub machen, so 2 Wochen ausspannen. Schönes Ding. Kennst du jetzt aber, wie es vorher ausgesehen hat, dann sagst du dir, ach du Rosabett, das wird hier immer mehr. Schon haben wir wieder Dominik, der Märchenonkel. Wollen wir mal so ein Weihnachtsmärchen aufmachen? Dominik plaudert aus dem Nähkästchen von der Dreiergeschichte? Das lassen wir lieber. Die wird nämlich nicht jugendfrei. Das endet dann mit so einem Mädel am Tiefkühlregal, wisst ihr? Auf dahin, es wird neblig! Ha? Weiß nicht, was loswerden wollte. Falls
da mal jemand wundert und meine Google-Rezension so ein bisschen stalkt. Ja? Ich halte mich ja auch manchmal auf dem Laufenden, weil einige Bilder aktualisieren sich ja und dann kriege ich ja auch immer so mit, Mensch, das ist ja interessant, so und so passiert, die Hütte hat jetzt, sieht plötzlich so aus oder mal so. Ne? Und das gleiche habe ich beim letzten Nationalpark auch gemacht. Ich habe mich nochmal so ein bisschen geguckt, was du findest, Rezensionen überflogen. Und eine fand ich besonders drollig, muss ich sagen. Da habe ich, das klingt jetzt böse, aber ich bin da ehrlich, ich habe gefeiert ohne Ende. Hat eine Frau offensichtlich, also ich vermute, ich glaube es war eine Frau, sie hatte glaube ich einen Namen drunter geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Jedenfalls wollten sie im Nationalpark anfahren, aber sie haben nur 2 von 5 Sternen vergeben. Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube es waren 2. Ja. Aufgrund der Straßenzustände, total ausgespülte Straßen, unpassierbar und sie hatten Angst um ihr Caravan. Wohnmobil, nehmen wir mal ganz stark an, ja. Weswegen sie denn umkehren mussten und den Nationalpark nicht aufsuchen konnten und hoffen, dass es denn irgendwann später mal besser wird. Entschuldigt, wenn ich jetzt lache, aber in diesem Moment habe ich genau das gedacht, was ich in der letzten Folge, im letzten Jahr gesagt habe. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, wenn ich versuche, die Ida kann sie abbringen, die Natur für jeden Menschen zugänglich zu machen, dann haben wir keine Natur mehr. Ganz einfach. Ja? Und das ist praktisch nichts anderes, als wenn ich, wow, 40 Tonner von vorne, die Straße ist nicht breit genug für uns zwei, mein Freund, ich halte auf dich zu. Eigentlich müsste ich ja weiterfahren, weil ich bergab fahre, aber wir sind mal nett. Da kennen wir nichts, ja? Kennen wir nichts. Macht die ganze Tour übrigens schon. Ja? Und da kann ich euch sagen, einige interessiert das gar nicht. Die halten drauf zu. Das ist was, was der erwartet, dass er praktisch den Weg zum Mond mit einem roten Teppich ebnest und Rosenblätter auch noch streust. Und damit der letzte Depp auch noch einen Ort kommt, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, weil er dafür nicht die richtige Einstellung hat. Aber trotzdem da hinkommt und ihn platt macht mit der falschen Einstellung. Aber das kommt so ein bisschen an. Ich möchte mich also nicht über diese Rezension in dem Sinne lustig machen, sondern über den Hintergedanken. Über den habe ich gelacht, ja? Dass man eine Erwartung an ein Umfeld hat, so nach dem Motto, planiert mir doch den Weg dahin, dass ich auch noch hinkomme. Und solange ich das nicht kann und ihr das nicht planiert habt, kriegt ihr von mir absolut Scheißplatz, Drecksbewertung. Da fallen mir alle beide, da hörst du es wirklich klingklong, weil alle beide Eier sofort gleichzeitig parallel aus der Hose rausrollen. Ja, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und jetzt kommt es, wenn ich Rezensionen sehe bei Google, die nicht der Wahrheit entsprechen, den Fakten, den Tatsachen, weil irgendetwas beschönigt wird oder ganz bewusst ein Eindruck vermittelt werden soll, der da aber gar nicht hinpasst, dann erlaube ich mir, diese Rezension mit meinen beweiskräftigen Fotos zu untermauern. Ja. Und dann darf sich jeder selbst eine Meinung bilden, wer denn da recht haben könnte, möglicherweise. Denn es gibt durchaus einige Fake-Rezensionen, kennbar, ist nichts Neues, ja, die beispielsweise von der Gemeinde, von der Touristikverband, von irgendeinem Anbieter, einen Verleiher oder wem auch immer, da gemacht wurden, um das Ganze zu schönigen. Ja. Das hat jetzt nichts mit hier zu tun, aber nochmal zu dem Punkt wegen diesen Rezensionen. Warum ich mich da, ich schreibe nicht zu jedem Kram was, da würde ich mir die Finger wund tippen und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt hier Sterne sammelt, sondern ich mache das hauptsächlich da, wo ich denke, ich kann jemandem helfen, weil irgendjemand anders Bullshit verbreitet hat. Das wollte ich nochmal dazu sagen, weil 1, 2, 3 Leute haben bei mir in den Rezensionen schon mal was kommentiert und die haben das aber auch erkannt, aber für alle, die es nicht wissen, wollte ich das nochmal sagen, netterweise, ne? Auf dahin. Ach, das wird ein regnischer Tag heute, das kann ich jetzt schon sagen. Aber eine sehr idyllische Fahrt hier. Ja, also ich könnte mir vorstellen, GT3 Turbo. Ah, den kannst du echt nicht auf dem Handheld loslassen. Da, meine lieben Freunde, live 3 Elche. 3 Elche.
Wir wollen sie nicht stören, deswegen lassen wir sie weiter traben. Ja? Habt ihr gesehen, am helllichten Tage Elchverkehr an der norwegischen Grenze. Ja? Hier ist, warum sehen wir das hier? Weil Offroad. Die schönsten Straßen der Welt sind keine, wie ihr seht. Ja? Es ist zwar gerade, aber es ist gekiest. Schotter, Eli, du kannst dich wieder abbringen. Ist alles gut, Eli. Es ist alles gut. Ja? Wollten wir also nochmal zeigen, bei der Tour sollte man das jetzt wahrscheinlich zufügen. Ja? Nachdem wir jetzt so viele tote Elche gesehen haben, selbst dabei gewesen sind und ich die auch regelmäßig verspeist habe, dass es jetzt auch noch welche gibt, die offensichtlich leben. Ja? Und habt ihr gesehen, ja, ist ja gut, Eli. War Elch Family. Ja? Alles schön im tollen Realidale. Schon zu sehen oder schon zu dunkel? Ich weiß nicht. Es ist schon 15:30 Uhr. Nochmal Licht an. Und wir fahren hier, die Straße geht 50, 60 Kilometer bestimmt, Pi mal Daumen so ungefähr, denke ich mal. Richtung norwegische Grenze, bis wir völlig am Hintern sind, bis hoffentlich kein Mensch mehr anzutreffen ist, hatte ich gedacht. Aber jetzt sind wir gerade durch eine Baustelle gefahren. Hier mitten in der Wildnis verlegen die ein Kabel. Ich habe schon nagelneue Kästen gesehen, hängen hier. Es ist Wahnsinn. Die schließen den letzten Baum ans Internet und an Strom, Gas, Wasser und ihr kennt das an. Ja, das ist ja, also ist ja, ich sage ja nochmal schönen Gruß an die Bundesregierung. Muss ich nicht so sagen, ne? Netzwerkausbau Deutschland. Ja. Dominik hat nicht mal ein Telefonkabel. Ja, nicht mal das. Wir sind nicht angeschlossen an das öffentliche Trinkwassernetz. Nicht mal das. Und hier sind wir im Grenzland, wo, wie der Name schon sagt, eigentlich nichts mehr sein sollte außer Grenze und Wildnis, Moor, Wald und hast nicht gesehen. Und die baggern hier nicht nur immer mehr Hütten, das habe ich jetzt schon feststellen können, schon deutlich mehr geworden, richtig viele mehr, sondern auch noch das letzte Netz hierher. Es haut mich um. Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber es ist zumindest das erste Mal ein Kracher. Das ist hier die reinste Offroad-Armada. Wir fahren jetzt hier schon seit, keine Ahnung, 50 Kilometer bis nach Schotter. Und ich war eben an unserem vermeintlichen Ziel schon angekommen. Drehe jetzt aber, weil ich einen guten Campingplatz erspäht habe und ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, weil es dunkel wird. Also es ist schon Dämmerung. Und mir ist gerade ein Fahrzeug entgegengekommen. Wir mussten dann beide, ich bin zurückrangiert, weil es ziemlich eng war. Er hat sich dann vielmals bedankt. Die Straße endet da. Ich habe ihn gefragt, ob er da weiterfahren will. Hat er gesagt, ja, as far as you can. Da habe ich gesagt, ja, da ist kein Verbotsschild, aber da kommt ja, ist ja ein Naturreservat und so weiter, ja. Da muss ich sagen, dann nimmst du ja. Er sagt, er war schon ein paar Mal hier im Sommer, aber das erste Mal jetzt im Herbst und wollte mal gucken, alleine darum, ja. Und ja, also ich muss sagen, ich aus meiner Perspektive bin jetzt, wie gesagt, gewendet, weil das wäre ein Weg für 4x4 gewesen, aber selbst wenn ich jetzt in meinem 4x4 gesessen hätte, wäre ich da nicht weitergefahren, weil wir die ganze Zeit im Naturreservat sind. Ne? Man weiß nicht, ist es, also ich würde sagen, ist es eigentlich nicht erlaubt, quer durch den Wald zu gehen, auch wenn es so eine Art Trail ist. Ja. Hier gibt es keine Schilder, kein Verbot, kein Hass nicht gesehen. Also jemand, der es jetzt wahrscheinlich nicht so versteht wie ich, der hätte jetzt gesagt, oh komm hier, as far as you can halt. Naja, aber ob das jetzt so gut ist, ich weiß es nicht, denn das ist ja eine Wanderregion. Ja? Ich bin ja nicht hierher gefahren, um mit dem Auto praktisch durch den Wald zu pesen, sondern um das per Fuß zu machen. Also von daher, er hat sich jetzt nämlich extra in den Offroader gesetzt, um genau das zu tun, as far as you can, und da muss er weniger laufen. Das erscheint natürlich logisch, ja. Gucken wir mal, ob wir ihn irgendwann wieder treffen oder ob ich mich jetzt an meiner Campstelle, die ich da gesehen habe, so wohlfühle, dass ich da erstmal einen Tag Pause mache. Das hatte ich nämlich kurzzeitig im Sinn. Hier gibt es so viele geile Stellen, glaubt ihr gar nicht. Es ist unfassbar. So viele geile Stellen. Da musst du einfach an irgendeiner anhalten. Das geht so. Und
Also mit dem Fahrzeug direkt am Wasser, Steine, wir hatten das. Genau das, was ich gesucht habe, hätten wir hier. Warum werden wir jetzt also keinen abmachen und da as far as you can in the Wald fahren, verstehst du? Dann stehst du im dunklen Forest und dann ist nichts mit Wasser, nur noch Steine, die, weiß ich nicht, durch die Gegend rollen. Ja? Und Bären, Luchse, Elche, Wölfe und der Säbelzahntiger mit dem Megalodon wieder. Wir kennen das. Ja? Also suchen wir uns jetzt zurück die Stelle aus, die ich vermeintlich mit meinem Adlerauge erspäht habe und gesagt habe, die ist geil. Ja? Gucken wir mal, ein paar Kilometerchen haben wir noch. Das zieht sich ja ewig mit Offroad und das kann ich euch sagen, hier fährt definitiv kein Camper mehr lang. Die Straße, die hat es in sich, hier sind Schlaglöcher, da fällt dir die Achse auseinander, definitiv. Ja, hier kannst du die ganze Zeit und ich, boah, Alter, mir fällt doch alles aus dem Auto durch die Gegend hier, das ist ja das Schlimme daran. Ja. Der ist schon total juckig, der muss unbedingt mal raus, weil er natürlich seine Wurst abdrücken will. Ja. Also, lasst euch gespannt sein, was ich da für eine Stelle ausgesucht habe. Und, Alter, es wird immer dunkler. Ich finde sie jetzt. Es wird schon schwierig, sie zu finden, aber ich glaube, wir kriegen es noch hin. Ich glaube, wir kriegen es noch hin. Auf dahin. Ja. Das Wort zum Abend, würde ich sagen, wir haben es jetzt 17:45 ja, oder auch 17:45 genannt. Man könnte auch sagen 18:15. Wir sind angekommen an unserer Stelle. Es regnet, also leicht, mal im Wechsel, mal ein bisschen, dann wieder ein bisschen mehr und so. Na, also es ist nass von oben. Ich habe unsere Campstelle aufgebaut, das heißt unser Nachtlager steht. Und ich fühle mich jetzt allerdings nicht so, als ob ich jetzt mir noch Abendessen machen müsste. Ila kriegt jetzt sein Döschen natürlich, wir haben ja ihn noch gefunden, aber wegen unserer Pasta, wisst ihr, würde ich eher, also ich plane das jetzt folgendermaßen, ich habe keinen Plan, aber ich denke, es wird so werden, dass wir morgen einen schönen Ruhetag hier an dieser Stelle machen. Da werden wir dann ordentlich kochen, da kann ich mir auch die Zeit nehmen und ganz wichtig, Waschtag, ja. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was geht. Ja, wie das Wetter sich entpuppt, Bericht, weiß ich nicht, könnte man sich angucken, wenn man wollte und könnte. Denn Internet ist hier mehr schlecht als recht. Ja, also jetzt sehe ich ja, es nass, wie es morgen wird, werden wir sehen. Ja. Ja, und ansonsten werden wir es jetzt kurz halten. Kein übliches Wort zum Tageszusammenfassungssonntag, ja, wegen akuter Speicherkartennötigung hier. Ja. Müssen wir mal... werde ich jetzt demnächst mich zumindest ein bisschen zusammenreißen, dass ich jetzt hier nicht jede Schnecke auf dem Weg filmen werde. Ja? Und ja, dabei werden wir es dann jetzt auch schon belassen. Ja, ich verfütter Eli, gehe ins Bett und ich glaube, wir haben heute eine richtig gute Nacht. Wir werden wahrscheinlich schlafen wie Prinzessin auf der Erbse, aber zumindest wie in einem Palast. Wenn ihr wisst, was ich meine, ja, genau, so sieht's aus. Auf dahin wünsche ich euch eine, auch ebenfalls vorzeitig, frühzeitig, aber in jedem Fall gut erholsame Nachtruhe.